dass das Publikum wirklich darauf wartet, dass vielleicht Steinbrück die Kontenance verliert oder Sie. Aber wenn das nicht passiert... Glauben Sie, ich bin so unberechenbar? Ich glaube, Sie sind relativ unberechenbar, aber ich denke, heute werden Sie sich am Riemen reißen. Sie wollen ja auch ernst genommen werden. Und außerdem geht es ja um Politik, oder? Ja, selbstverständlich geht es um Politik. Es geht um Politik. Und da glaube ich, also was mich wirklich wahnsinnig ärgert, seit Beginn des Wahlkampfs gibt es so ein Szenario, das eigentlich schon von vornherein feststeht, dass alle Medien verfolgen und dass die Springerpresse, muss ich jetzt leider sagen, dass die Springerpresse immer... Du bist der Nächste. Immer vorneweg befeuert hat. Und dieses Szenario sah so aus, Angela Merkel ist die unanfechtbare Kanzlerin, hat eigentlich schon gewonnen und da ist der hilflose Herausforderer Peer Steinbrück. Und das heißt natürlich, dass wenn diese Geschichte immer weiter erzählt wird, dann sieht es so aus, als hätten die Leute eigentlich gar keine Wahl mehr, sondern als wäre eigentlich vorher schon alles entschieden. Und ich hoffe, dass sich heute Abend ein bisschen was bewegt im Kanzlerduell. Ja, vier große Sender übertragen das Kanzlerduell. Das heißt, es werden wahrscheinlich viele Millionen zuschauen. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wie anspruchsvoll darf so eine Diskussion eigentlich sein, damit alle, die zuschauen, auch verstehen, um was es geht. Und wir haben mal einen Erstwähler-Check gemacht. Wir haben junge Leute nach politischen Themen gefragt, um mal herauszufinden, wie weit man gehen kann. Der große TV-Total-Erstwähler-Check 2013. Wir haben zahlreiche Erstwähler zu politischen Themen gefragt. Wichtigste aller Fragen war, am 22. September sind Wahlen. Was wird denn da gewählt? Weiß ich leider nicht. Okay, du aber. Ist das nicht mit den ganzen Parteien? Ja, und was wählt man bei den Bundestagswahlen? Bundespräsident? Nee, hilf mal. Den Bundeskanzler? Ja! Nein, Quatsch. Bundesrat? Mhm, ja, ja. Gehst du wählen? Zählt da meine Stimme? Ich denke immer, die werden das auch ohne mich dort schaffen. Und gehst du wählen? Solange das alles so klappt, wie es im Moment ist, sehe ich da keinen Grund zu. Warum nicht? Ja, falls man dann irgendwie dann den Falschen wählt oder sich da irgendwie mal was falsch macht, dann ist man sofort der Schuldige, dann wird man da irgendwo eingeladen, bei einem Freund zum Beispiel so. Bei wem? Bei einem Freund von mir. Der hat was gemacht? Der hat was irgendwie falsch gemacht und dann wurde er nochmal nachgeladen zu einer Neuwahl. Oh. Und bla 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 und darauf habe ich sowas von keine Lust. Das verstehe ich. Heute kommt's ja zum Kanzlerduell. Weißt du noch, wer der erste Bundeskanzler war? Ach Gott, nein. Ich helfe dir mal. Loriot, Beckenbauer oder Adenauer? Ich würde Beckenbauer sagen. Ja, ja. Nächste Frage. Was sagst du zur Frauenquote? Finde ich gut, dass es die gibt. Mal was abwechseln am Alltag. Mhm. Nicht immer nur Männer sehen und ja. Kommen wir zu deutschen Politikern. Wen erkennst du? Wer ist das? Ja, muss ich passen. Der höchste Mann im Staate. Ach, ja, der Name. Hilf mal. Das müsste der Christian Wulff sein. Aha, was macht der? Der ist Bundespräsident. So, so. Nächster? Ist auch wieder bekannt. Ja. Aber wie schon bei den vorherigen wieder. Kein Name? Nee. Und du? Das ist der jetzige Herausforderer von Herrn Merkel zumindest. Genau, Peer Steinbrück. Ah, Steinbrück ist das, okay. So, jetzt aber. Das ist die Frau Merkel dann mal. Genau. Die kennt man ja. Und wie findest du die? Also so ihr Auftreten finde ich gut, wie sie das macht und das und auch mitreißt, sage ich jetzt mal, bei Fußballspielen darauf bezogen, dass sie dabei ist. Alles klar. Na dann viel Spaß beim Wählen. Und mehr Erstwählerchecks gibt's ab Montag exklusiv bei TV Total. Ja, das war unser Erstwählercheck. Du bist Erstwähler. Richtig. Erstwählerin in diesem Falle. Und hast du dich schon entschieden oder spielt das heute Abend vielleicht eine Rolle für dich? Naja, ich hatte ja im Gegensatz zu den anderen ein bisschen mehr Glück und konnte mich durch Taskforce Berlin ein bisschen mehr mit der Politik auseinandersetzen. Sprich, ich habe mit mehreren Politikern gesprochen und habe aber auch wirklich viele Jugendliche getroffen, die nicht so recht wussten, was sie wählen sollten oder wen und es dann vielleicht auch eher von der Sympathie abhängig gemacht haben. Aber ich bin halt der Meinung, dass man halt nicht einen Vertreter wählen sollte, sondern eher eine Partei, deren Prinzipien und Ideologie.
Und ich weiß halt schon, wen ich heute Abend am 22. September ja. wählen werde. Sagt man natürlich nicht wer. Aber es könnte Schade. Ja sein, ich weiß nicht, Mann wenn heute... Mann oder Frau? Lass mich mal überlegen. Nee, aber es könnte ja sein, dass vielleicht irgendwas heute Abend schief geht oder irgendwas Unerwartetes kommt, was mich umstimmt. Und dass du dann doch noch Steinbrück wählst. Oder Angela Merkel. Oder Steinbrück. Oder Angela Merkel. Okay, du möchtest es nicht sagen. Okay. Robin Alexander, wie bereiten sich Politiker auf so ein Duell vor? Sagen die, ach, wir haben eh unsere Floskeln drauf, da gehen wir mal hin? Oder werden sie da von ihren Spin-Doktoren getrimmt? Nee, die bereiten sich da extensiv drauf vor. Die nehmen das wahnsinnig ernst. Also man kann sich das gar nicht extrem genug vorstellen. Die haben auch alle Moderatoren vorher genau gescannt auf Stärken und Schwächen und sich überlegt, was da kommen könnte. Also Vorsicht. Das heißt, die simulieren mich im Zweifel? Ja, ich glaube schon. Also die simulieren alle möglichen Fragen und bei dir, deshalb waren ja vielleicht auch einige Politiker unglücklich, dass du das gemacht hast, weil du hast einen Moment der Unberechenbarkeit, das schwerer Quatsch. Vorher zu planen ist, was es eben aber ja vielleicht gar nicht schlecht tun muss. Aber ich glaube, da liegt übrigens ein Vorteil für Steinbrück, weil das war eine ziemlich dichte Woche für die Angela Merkel. Mit Syrien war viel, also sie hatte nicht die Zeit, sich ganz darauf vorzubereiten, wogegen Steinbrück, der ja im Moment nur Kandidat ist, da eine ganz andere Emphase reinlegen konnte. Also ich glaube, wenn es zwei Boxer sind, dann ist er heute der Austrainiertere in dem Duell. Ingo, was wäre für dich das Schönste, was heute Abend passieren könnte? Dass alle sagen, Mensch, wie toll ist Per Steinbrück, dass alle sagen, der ist ja doch ganz nett. Also das ist super, also dass wir da nicht früher drauf gekommen sind, dass wir den haben wollen, ist echt der Hammer. Das wäre schon schön. Ich habe ja Fragen gesucht, die ich stellen kann. Nicht nur in Zusammenarbeit mit meinen Redakteuren, sondern ich bin auch auf die Straße gegangen, habe die Menschen mal gefragt, welche Fragen sie denn vielleicht haben, die ich im Kanzlerduell stellen kann. Und es war nicht einfach, aber ich habe ein paar gefunden. Gucken wir mal. So, wo wir schon in Berlin sind, möchte ich die Chance natürlich nutzen, die Bürgerinnen und Bürger mal zu fragen, was sie von der Kanzlerin oder von dem Herausforderer gerne wissen möchten. Hallo, ich suche noch Fragen. Hast du eine Frage an Frau Merkel? Nein. Steinbrück gegen Merkel, ja? Okay, du? Boah, ich weiß nicht. Gleich beide triffst du, oder was? Ja, ja, klar. Es geht um Deutschland. Du bleibst jetzt hier. Ich krieg dich. Du bleibst jetzt hier. Sie muss mir helfen. Ich kenne sie und sie machen irgendeinen Blödsinn. Das ist aber ein Vorurteil. Frau Merkel hat ja das letzte gesagt, die Radfahrer würden alle über Rot fahren. Ich würde gerne wissen, ob Frau Merkel selber schon mal Fahrrad gefahren ist. Ja, ich hätte eine. Okay, bitte. Frau Merkel, sind Sie sicher, dass ich persönlich nicht von NSA abgeschöpft werde? Stopp, stopp, stopp. Ich brauche eine Frage. Ich habe nur mich gewundert, du hast abgenommen. Wie okay. sieht es in 10 Jahren aus? Wie sehen Sie in 10 Jahren aus? Das heißt, wen soll ich denn fragen? Steinbrück oder Merkel? Steinbrück. Warum wird meine Freundin nicht Kanzlerin? Das wäre doch mal eine nette Frage. Wen soll ich das fragen? Die Kanzlerin. Komm, eine Frage. Am Sonntag habe ich die Chance. Ich möchte gerne das Rezept für einen Apfelkuchen haben. Sie möchten gerne ein Rezept ja. für einen Apfelkuchen? Das ist ja, aber eine Frage. Ihren Apfelkuchen. Ja. Warum gehst du nicht wählen? Warum soll ich wählen? Weil du dein Schicksal selber in die Hand nehmen sollst, du Pfeife. Okay. Komm, hau einen raus. Warum die Frisur? Warum wird Hanf nicht legalisiert? Okay, das ist immer eine Frage. Warum? Ja. Wieso kiffst du? Ja, ganz gerne mal ein. Das ist eine gute Frage. Eine gute Frage, was könnte man fragen? Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Was haben Sie, wen soll ich das fragen? Herrn Steinbrück oder Frau Merkel? Den Herrn Steinbrück. Herrn Steinbrück. Ja. Okay, mache ich. Vielen Dank. So spontan fällt mir jetzt nichts ein. Du kannst auch überlegen. 30 Sekunden. Okay. Okay, 30 Sekunden. Ja, wo bleiben die Senioren bei der ganzen Sache? Warum sitzt dann Andrea Merkel immer nur alles aus? Warum macht sie das? Hat sie Piercings? Das können wir so fragen. Keine Ahnung. Hat Angela Merkel Piercings? Du guckst dir jetzt am Sonntagabend schön das Kanzlerduell an, okay. auf Pro7. Na klar. Ja? Und dann bildest du dir eine Meinung. Wir sind eher religiös und vertrauen nicht auf Politik. Wählen ist gut. Alright, okay. Aber nicht vorher kiffen. Erst wählen, danach kiffen. Genau, weil erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? Ja. Schauen wir mal. Ja, ich mach das schon. Versprochen. So, also, da habe ich ganz guten Input bekommen. Herr Friedmann, haben Sie noch eine Frage, die ich stellen könnte?
Na, ich würde schon an Steinbrück die Frage stellen, was er von Sigmar Gabriel als Parteivorsitzender und guter Freund und Begleiter während dieser Wahl hält. Eines der wichtigsten Fragen der SPD Schöner, war die... Entschuldigung, ich muss unterbrechen. Du musst los, du musst jetzt Nachbarstudio zu Brell. Ich höre, ich muss rüber, es geht gleich los mit dem Kanzlerduell. Sie können sich gerne noch weiter unterhalten. Wir sehen uns ja dann gleich wieder. Ja, die Frage. Also, ja, aber die habe ich jetzt ja nicht, aber wir können gleich drüber reden. So wird man behandelt. So wird man behandelt. Es ist wie in der Politik. Man wird abgewürgt. Die soziale Gerechtigkeit ist die Story der SPD und dafür sollten Steuererhöhungen kommen. Nicht? Also die Reichen, breite Schultern, schwache Schultern. Ja, ja. Und was macht Gabriel? Er sagt, nee. Es ist 20.30 Uhr. Guten Abend zum TV-Duell vor der Bundestagswahl des Jahres 2013. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft auf ihren Herausforderer Peer Steinbrück. Einen guten Abend auch Ihnen. Wir haben 90 Minuten Zeit und also wollen wir keine verschenken. Peer Steinbrück, Sie sagen, dieses Land ist so schlecht regiert wie nie. Nur Streit in einer Koalition wie dieser und nur Stillstand. Warum werden Sie eigentlich nicht von einer Welle der Empörung ins Kanzleramt geschwemmt? Warum sind Sie nicht der klare Favorit für diese Wahl? Das stellt sich ja erst noch raus. Das wird sich ja erst entscheiden. Das entscheiden allein die Wählerinnen und Wähler. Und wir stellen uns beide vor. Mich bewegt die Vorstellung von einem Land, das in der Tat aus dem Stillstand herauskommt. Mich bewegt die Vorstellung von einem Land, das wirtschaftlich stark ist, weil es sozial gerecht zugeht. Das mehr in seinen ökonomischen Wohlstand und in seine gesellschaftliche Zusammenarbeit investiert. Ich habe die Vorstellung von einem Land, in dem jeder von seiner Händearbeit leben kann. In dem das Normalarbeitsverhältnis, das unbefristete, das sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis auch der Normalfall ist. In dem man würdig altern kann. Mein Plan von diesem Land ist ein gesellschaftlicher Zusammenhalt, der ein sehr starkes Fundament hat. Nämlich handlungsfähige Kommunen, ist nicht gegeben. Unternehmende Unternehmen, ein sehr chancengerechtes Bildungssystem, das haben wir nicht. Eine Sozialpartnerschaft, vor allen Dingen auch ein starkes ehrenamtliches Engagement. Und auf diesem Fundament sollen die Menschen eigenverantwortlich ihre Lebensentwürfe schreiben können. Unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrem Geschlecht, auch ihre Hautfarbe und auch ihre sexuellen Orientierung. Und dazu bedarf es einer Regierung, die geführt wird, die nicht im Kreisverkehr fährt wie in den letzten 4 Jahren. Ohne Richtung, ohne Richtlinien. Die handelt und nicht sich von einem Gipfel zum anderen hangelt. Das würde ich gerne anders machen. Die Menschen haben heute die Möglichkeit, einen Test zu machen. Und meine Bitte ist, lassen Sie sich nicht einlullen. Frau Merkel wird Ihnen ein Land beschreiben, das auf gutem Wege ist, in dem vieles abgewartet wird und ausgesessen wird. Ich glaube das nicht. Sie wissen, dass man darüber Zukunft nicht gewinnen kann. Und das, was ich von vielen Menschen gehört habe, während ich unterwegs gewesen bin, die wollen heute Abend, dass wir ihre Nöte, ihre Sorgen, ihre Fragen diskutieren. Dazu werde ich so präzise Antworten wie möglich geben. Und nicht nur heute Abend, sondern wenn ich das Vertrauen bekomme, auch zukünftig als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Frau Merkel, seit dieser Woche ist der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung wieder online. Für die, die das nicht kennen, das ist eine Art Analyseinstrument. Da kann man seine persönliche Meinung mit den Positionen der Parteien vergleichen. Wenn Sie den Wahl-O-Mat ehrlich ausfüllen, sind Sie sicher, dass da unten CDU rauskommt oder nicht etwa doch SPD? Ich glaube, dass da gut CDU rauskommen kann. Jedenfalls habe ich Argumente dafür. Wenn wir einmal schauen, wie wir heute dastehen in Deutschland, dann ist das für viele, viele Menschen besser, als das vor 4 Jahren der Fall war. Wir haben so viel Beschäftigte, wie wir nie hatten. Und wir können heute, anders als vor einigen Jahren, jedem jungen Menschen auch einen Ausbildungsplatz in Aussicht stellen. Wir konnten unsere Haushalte konsolidieren und werden ab 2015 in einer Lage sein, wo wir keine Schulden mehr machen. Wir können einfach den Menschen in diesem Lande sagen, dass wir das schaffen können, dass es weiter aufwärts geht. Und die Arbeit ist natürlich nicht zu Ende. Natürlich gibt es viele Sorgen, viele Nöte. Aber wir haben gezeigt, dass wir es können und das in einer schwierigen Zeit, in einer Zeit, in der wir die schwerste europäische Krise hatten. Und Deutschland steht stark da. Deutschland ist Wachstumsmotor, Deutschland ist Stabilitätsanker. Und diesen Kurs möchte ich fortsetzen. Und ich glaube, dass das, was wir gezeigt haben, doch Menschen überzeugt.
Frau Bundeskanzler, Ihr jetziger Herausforderer und ehemaliger Finanzminister hat ja, sagen wir mal, schwere Wochen hinter sich. Erst eine vermasselte Kandidatenkür, dann keine Unterstützung von der Partei, dann die massive Kritik an seinen Vortragshonoraren und dann auch noch der Kampf mit den Tränen bei einer SPD-Parteiveranstaltung. Tut er Ihnen eigentlich leid? Nein, das hat auch Per Steinbrück doch jetzt wirklich nicht nötig, dass er mir leid tut. Wir sind Politiker, insofern sind wir gewöhnt, dass wir durchaus mal kritisiert werden, dass wir durch harte Zeiten gehen. Das ging mir so, das geht anderen so. Also ich mache mir da gar keine Sorgen, sondern ich glaube, die Frage, die heute wirklich zur Debatte steht, ist doch, wem können die Menschen mehr vertrauen, dass es mit Deutschland weiter gut geht? Dass das, was auch im internationalen Umfeld an Sorgen und Schwierigkeiten ist, von uns gut bearbeitet wird, gelöst wird. Und da war eine unglaublich ereignisreiche, 4 Jahre jetzt liegen hinter uns. Und da kann ich nur sagen, wir haben das gut gemeistert, alles in allem. Und wir brauchen auch unser Land nicht schlecht zu reden. Aber das heißt nicht, dass wir nicht weitermachen müssen. Herr Steinbrück, Sie haben gemerkt, dass Angela Merkel Sie nicht mehr ganz so konsequent ignoriert wie die ganzen Wahlkampfwochen hindurch. Immerhin beherrscht sie ihren Namen mühelos, wie wir festgestellt haben. Wie wollen Sie es in den nächsten knapp 90 Minuten weiterschaffen, sich von der Nicht-Konfrontation nicht in sowas wie schiere Verzweiflung treiben zu lassen, sondern Angela Merkel jetzt mal endlich aus der Reserve zu locken? Die Menschen interessiert Politik. Nicht Nebensächlichkeiten und nicht Petitessen, die Sie noch mal bemüht haben, Herr Klöppel. Ich glaube nicht, sondern, dass es Petitessen waren. Die Leute wollen über Politik reden und über die Sorgen, die sie haben. Und sie stellen fest, dass zwar die Beschäftigung insgesamt sich in der Tat ganz gut entwickelt hat, aber das Arbeitsvolumen in Deutschland zum Beispiel nicht. Sei abgenommen. Wir haben einen Niedriglohnsektor wie kaum ein anderes europäisches Land. 7 Millionen Menschen, Sieben Millionen Menschen verdienen unter 8,50 Euro. 1,4 Millionen Menschen verdienen so wenig, dass sie aufgestockt werden müssen. Viele Menschen fragen nach bezahlbarem Wohnraum. Sie wollen wissen, was ist mit der Pflege? Was ist mit meiner Alterssicherung? Was ist eigentlich mit den Aufstiegschancen meiner Kinder? Werden die von einem Werkvertrag in den anderen gebracht? Oder auch mit Blick auf die Energiepreisentwicklung. Was ist mit unserer Infrastruktur? Verfällt die eigentlich, wie uns einige bestätigen? All dies sind Aufgaben, die in den letzten 4 Jahren liegen geblieben sind. Damit ist die Latte gelegt für dieses Duell. Wir stellen fest, wir hören längere Einlassungen von Ihnen, die nicht zwingend auf unsere Fragen passen. Aber wir versuchen das weiter. Wir beginnen mit dem Themenkomplex, den wir grob überschrieben haben, mit Geld. Und die Eingangsfrage, Herr Steinbrück, geht an Sie. Wenn Sie Bundeskanzler würden, hätten die Deutschen nach 4 Jahren dann mehr oder weniger Geld in der Tasche, als wenn Angela Merkel weiter regieren würde? Über einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, die gleiche Bezahlung von Leiharbeit und von Stammbelegschaften, hätten die Menschen mehr Geld. Es würde mehr Kaufkraft geben, das heißt all das, was ich dort beschreibe, ist nicht nur sozial gerecht, sondern es ist auch ökonomisch vernünftig. Es würde die Kaufkraft stärken, es würde dazu beitragen, dass viele Menschen eine eigene Altersvorsorge betreiben können und der Staat würde entlastet werden. Er hätte minder Ausgaben und er hätte mehr Einnahmen, insbesondere auch die Sozialkassen. Frau Merkel, Herr Steinbrück möchte gerne einigen wenigen da oben ein wenig wegnehmen und es denen da unten geben. Das klingt doch erstmal sehr christlich, klingt wie eine gute Idee. Wie sieht es nach 4 Jahren nach 4 weiteren Jahren mit Ihnen in der Regierung aus? Haben die Leute bessere Finanzen oder schlechtere als mit Herrn Steinbrück? Ich glaube, dass wir da die besseren Konzepte haben. Denn die Frage ist doch, wie kommen Menschen zu mehr Geld? Und das kann nur über Arbeit sein. Natürlich muss jeder von einem Vollzeitjob auch leben können. Das wollen wir auch. Wir wollen allerdings, dass die Mindestlöhne nicht einheitlich durch die Politik festgelegt werden, sondern dass die Tarifpartner dies tun. Das haben wir für 4 Millionen Menschen bereits gemacht in Deutschland, in vielen Branchen, in der Leiharbeit, in der Pflege. Und das werden wir auch weiter tun. Und ich bin der Meinung, dass wir alles daran setzen müssen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und neu geschaffen werden und dass wir nichts tun dürfen, was Arbeitsplätze in Gefahr bringt. Und die Steuererhöhungspläne der Sozialdemokraten und der Grünen bringen mit sich, dass die Gefahr besteht, dass wir die gute Ausgangslage, die wir jetzt haben, verschlechtern und nicht verbessern. Denn es sind in der Tat Menschen, die viel verdienen, aber das sind Selbstständige, das sind Mittelständler, das sind Handwerker. All die, die dafür auch zeichnen, dass mehr Arbeitsplätze in Deutschland entstehen.
Und wir haben jetzt gerade gesehen, dass die Schere zwischen Arm und Reich eben gerade dann nicht mehr auseinandergeht, wenn mehr Menschen in Arbeit kommen. Und es gibt von den Vollzeiterwerbstätigen heute nur einen kleinen Teil, der aufstocken muss. Jeder Einzelne ist zu viel, das sage ich ganz ausdrücklich. Aber wir haben in den letzten 4 Jahren allein fast 1,9 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Davon 1,2 Millionen solche, die voll Arbeit sind sozusagen. Und diesen Weg müssen wir fortsetzen, denn das ist ja nicht nur eine Zahl der Arbeitsplatz, sondern der Arbeitsplatz ist auch die Möglichkeit eines Menschen, sich zu verwirklichen, für seine Familie einzustehen. Und deshalb werde ich nichts unternehmen, was da die Menschen in Schwierigkeiten bringt. Wenn alles so hervorragend läuft, Herr Steinbrück, wie Angela Merkel jetzt sagt, warum wollen Sie den Deutschen dann mit Ihren Steuererhöhungen die Stimmung vermiesen? Das tue ich nicht. Wir wollen ja nicht alle Steuern für alle erhöhen. Das ist die Geisterbahn, in die uns unsere politischen Konträren hineinführen wollen. Natürlich, um allen Deutschen Angst zu machen. Aber wir haben in den letzten 10, 15 Jahren ja folgende Entwicklung gehabt, nämlich, dass es eine deutliche Schere zwischen Arm und Reich gibt. Die großen Gewinner sind die hohen Einkommen, die hohen Vermögensbesitzer. Und da sagen wir, die haben eine Verantwortung dafür, für 4 Zwecke auch stärker zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben beizutragen. Für Bildung als dem Schlüsselfaktor der Zukunft unseres Landes, für Infrastruktur, für die Kommunen, die teilweise finanziell marode sind, und zum Schuldenabbau. Das sind die 4 Zwecke, weshalb wir sagen, dass die 5 oberen Prozent der Einkommensbezieher und derjenigen, die in der Vermögensentwicklung die Gewinner sind, stärker herangezogen werden. Was heißt das aber jetzt, dass Angela Merkel uns nicht die Wahrheit sagt, wenn sie ein ganz anderes Bild entwirft, das ebenso klang wie, man braucht keine Steuererhöhung? Ja, die CDU-CSU und die FDP versucht den Eindruck zu erwecken, als ob die Sozialdemokratie mit einer kalten Hand nun versucht, in alle Portemonnaies und Handtaschen reinzugreifen. Das ist erkennbar Propaganda. Ich habe auch nicht die Absicht, bei der Unternehmensbesteuerung etwas zu tun, was diese Unternehmen daran hindert, ihr Eigenkapital zu verbessern oder zu reinvestieren. Davon kann gar keine Rede sein. Bei Mindestlöhnen, um darauf zurückzukommen, wenn Sie erlauben, ist das, was Frau Merkel als Lohnuntergrenze will, etwas ganz anderes als ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn. Das ist ein Flickenteppich von Branche zu Branche, von Region zu Region. Und vor allen Dingen, es gibt viele Menschen, die bereits nach einem Tarifvertrag bezahlt werden, aber unter 8,50 Euro. Und die gucken durch die Röhre. Das sind die Gelackmeierten bei der Lohnuntergrenze von CDU/CSU. Ich bin der Meinung, dass diejenigen, die in der sozialen Marktwirtschaft für die Tarifverträge zuständig sind, mehr von den Arbeitsplätzen verstehen, auch bei den unteren Löhnen, als wir als Politiker. Es kann nicht sein, dass nach demjenigen, der am lautesten ruft, dann jeweils der Mindestlohn erhöht wird. Das halte ich für falsch. Und ich bin auch der Meinung, dass wir Projekte haben wie Infrastruktur, Bildung, Kommunen, Schuldenabbau. Das ist ja gar kein strittiger Punkt unter uns. Aber wie wollen Sie das bezahlen, Frau Merkel? Die Frage ist nur, Herr Raab, ja, das möchte ich gerade jetzt erläutern, dass wir jetzt, wo wir viel Beschäftigung haben, so viel Steuereinnahmen haben, wie wir sie nie hatten. Und mit denen müssen wir auskommen. Und ich sage, mit denen können wir auch auskommen. Wenn wir jetzt diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen, durch Vermögenssteuer, durch höhere Spitzensteuersätze in eine Lage versetzen, wo sie nicht mehr Arbeitsplätze schaffen, dann haben wir zum Schluss Steuern erhöht, aber weniger Steuereinnahmen. Und das wäre genau der Fehler. Und deshalb setze ich hier darauf, möglichst viele Menschen in Arbeit bringen. Diejenigen, die etwas unternehmen wollen in unserem Land, die Unternehmer, der Mittelstand, die Familienunternehmen, nicht sozusagen in Schwierigkeiten zu bringen. Und daraus wird erwachsen, dass wir unsere Aufgaben besser erfüllen können. Und der Flickenteppich, von dem Herr Steinbrück eben sprach, dieser Flickenteppich, den kennen wir in der Tariflandschaft für alle Branchen heute. Der hat sich in der Bundesrepublik Deutschland bewährt. Das ist nämlich eine angepasste Lohnfindung. Und ich sage noch einmal, Gewerkschaften und Arbeitgeber haben hier die Möglichkeit, ihre Erfahrung einzubringen. Ich halte dies als Ausdruck der sozialen Marktwirtschaft für die richtige Lösung. Sie kommen also ohne Steuererhöhungen aus, um diese Finanzierung zu treffen. Wir haben aber ein viel größeres Problem, nämlich den Schuldenberg, auf dem Deutschland sitzt. Wir sprechen davon 2 Billionen Euro. Das sind 2000 mal 1 Milliarde. Und wie wäre es denn, wenn Sie ab sofort keine Schulden mehr machen würden? Wenn Sie ab sofort vielleicht einfach jeden Monat 1 Milliarde zurückzahlen, ja, dann wären wir nur das mal, das klar ist, dass die Dimension mal klar ist, dann wären wir bereits 2184 schuldenfrei. Oder ist Ihnen das zu ehrgeizig? Wir haben uns vorgenommen, ab 2015 Schulden zurückzuzahlen. Die Schuldenberge sind entstanden
von all unseren Vorgängern, muss man sagen, spätestens seit den 60er Jahren. Da muss wirklich gearbeitet werden. Und was wir jetzt geschafft haben in diesen letzten 4 Jahren, das ist ja wirklich relativ sensationell. Wir kamen aus der schwersten Wirtschaftskrise, die Deutschland erlebt hat. Wir hatten 2009 noch eine Neuverschuldung angenommen von über 80 Milliarden Euro. Und wir kommen jetzt 2015 zu einem Punkt, wo wir sagen, wir können beginnen, Schulden zurückzuzahlen. Und diesen Weg möchte ich nicht aufgeben. Denn wenn wir jetzt Arbeitsplätze in Gefahr bringen, dann haben wir wieder weniger Steuerzahler. Und wenn wir weniger Steuerzahler haben, haben wir weniger Steuereinnahmen. Und dann können wir weder investieren noch Schulden zurückzahlen. Angela Merkel ist wie Sie, Herr Steinbrück, im Wahlkampf und malt die Dinge verständlicherweise rosig. Nur auch 76% der Deutschen, 76% sagen laut ARD Deutschlandtrend, wenn sie gefragt werden, wie ihre private wirtschaftliche Situation ist, die ist gut oder sogar sehr gut. Das klingt, und das ist ehrlich gesagt blöd für Sie, so gar nicht nach Lust auf einen Politikwechsel. Ja, und gleichzeitig beschäftigt die Menschen aber, wie sieht es mit meiner Zukunft aus? Wie sieht es mit der Pflege meiner Angehörigen und von mir aus? Wann war die letzte Pflegereform? Wie sieht es aus mit der Bekämpfung gegen die Altersarmut? Was ist mit der Finanzlage meiner Kommune? Wie wird eigentlich diese Energiewende gestaltet? Kommen wir da eigentlich voran, ja oder nein? Das sind alles Fragen, die die Menschen gleichzeitig beschäftigt. Wenn auf der anderen Seite ziemlich deutlich ist, dass 30-40% der Wählerinnen und Wähler, möglicherweise sehr viele von Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauer, sich ist in den letzten 2 bis 3 Wochen entscheidender. Ja, dann ist auch nichts entschieden und dann sind diese Umfragen auch ziemlich Makulatur. Was die Steuereinnahmen betrifft, ja, die sprudeln. Aber man wird dieses Staatsschiff nicht fahren können nach Konjunktur. Sondern wir haben es mit erheblichen Risiken aus Europa zu tun. Wir haben es mit erheblichen Risiken zu tun, wenn die Zinsen mal wieder ansteigen. Mein Nachfolger ist in den goldenen Zeiten, dass er Staatsanleihen platzieren kann, fast zum Realzins von null. Und wir haben es mit erheblichen Entlastungen auf dem Arbeitsmarkt zu tun. Und trotzdem hat die Neuverschuldung in diesen 4 Jahren dieser Legislaturperiode unter Frau Merkel um 100 Milliarden Euro beim Bund zugenommen. Übrigens das ganze Gemeinwesen um 20%. Bund, Länder, Kommunen, Sozialversicherung. Um 20% hat die Staatsverschuldung zugenommen in diesen 4 Jahren, die von relativ günstigen Rahmenbedingungen geprägt waren. Das war nicht sehr ehrgeizig. Frau Merkel, wie wär's denn mal mit kreativen Finanzierungsideen? Ihr Freund Horst Seehofer hat gesagt, ohne Pkw-Maut unterschreibe ich keinen Koalitionsvertrag. Meint er das ernst oder spinnt er nur mal wieder rum? Also das, was Horst Seehofer im Auge hat, ist eine Gebühr oder Maut für die Ausländer. Das ist europarechtlich schwierig. Er möchte die deutschen Autofahrer keineswegs mehr belasten, weil die ja schon einen erheblichen Anteil auch zahlen für die Finanzierung sogar des Bundeshaushaltes. Ich glaube, es geht doch darum, dass wir unser Land erstmal nicht so schlecht und in schwarzen Farben dauernd malen. Ich glaube, es geht darum, dass wir nicht dauernd unser Land so schlecht malen, sondern dass natürlich die Dinge von den konjunkturellen Entwicklungen abhängen. Und deshalb weiß ja auch Herr Steinbrück, der damals Finanzminister war, dass wir durch die Konjunkturprogramme 2008 es geschafft haben, ohne große Arbeitslosigkeit durch die schwerste Krise zu kommen. Kriegt Herr Seehofer seine Maut jetzt, dann hatten wir muss er den Koalitionsvertrag nicht unterschreiben? Darf ich noch zu Ende reden? Dass wir ohne große Verschuldung, ohne große Arbeitslosigkeit durch die Krise gekommen sind, dass natürlich damals durch Kurzarbeitergeld und alles die Verschuldung gewachsen ist, das ist doch ganz klar. Und dann haben wir gemeinsam, Herr Steinbrück, einen Haushalt vorgelegt, der sollte für die nächsten 4 Jahre von 2009 an 262 Milliarden neue Schulden machen. Wir haben es mit 100 geschafft. Da würde ich mal sagen, das ist ein sensationelles Ergebnis. Und das darf man nicht aufs Spiel setzen. Und damit Sie jetzt zufrieden sind, ja. Ich sage noch mal, wir werden einen Weg finden. Jetzt heute diskutieren wir erst mal darüber, dass wir in die Lage kommen, Koalitionsverhandlungen zu führen. Das möchte ich gerne mit Horst Seehofer und auch mit der FDP. Und also dann vielleicht. Werden wir ganz sicher einen Weg finden, dass alle miteinander zufrieden sind und auch die Autofahrer. Dann ist tatsächlich die Frage, wer es am Ende zu bezahlen hat, Frau Merkel. Ausgerechnet jetzt sagen Wolfgang Schäuble und der Unionsvize Volker Bouffier, dass es ein drittes Griechenland-Rettungspaket geben wird. Hand aufs Herz, wird es das letzte sein oder wird es auch noch ein viertes und ein fünftes Rettungspaket geben? Vielleicht gucken wir noch mal, worum es geht, wenn wir von Griechenland sprechen. Da geht es um die schwerste Krise, die Europa hatte. Und warum setzt sich Deutschland so für die Lösung dieser Krise ein? Weil der Euro Deutschlands
Wohlstand sichert, weil der Euro Deutschlands Arbeitsplätze sichert, weil das unser ganz individueller Vorteil ist. Mhm. Und deshalb ist Europa gut für uns und da sind Länder in Schwierigkeiten geraten. Und die Länder sind in Schwierigkeiten geraten, ich komme gleich dazu, die Länder sind in Schwierigkeiten geraten, weil man in Europa schon bei der Einführung des Euro Fehler gemacht hat und später nicht auf Verlässlichkeit gesetzt hat. Und jetzt haben wir diese Länder unterstützt mit Garantien. Bei Griechenland gab es auch einen freiwilligen Schuldenerlass der privaten Gläubiger. Und als das jetzige Griechenland-Paket eingeführt wurde, da hat der Finanzminister bereits darauf hingewiesen, und das haben auch die damals vorgelegten Tabellen gezeigt, dass es für 2015/16 noch einen Finanzierungsbedarf gibt. Keiner weiß genau, wie sich die Dinge in Griechenland entwickeln. Mhm. Und ich als Bundeskanzlerin habe die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass der Reformdruck auf Griechenland nicht nachlässt. Deshalb diskutiere ich die Dinge, wenn sie anstehen. Ich sage auch, dass es sein kann, dass es ein neues Griechenland-Paket gibt. Kein Mensch weiß, wie groß es ist. Und wir sollten denen erstmal vertrauen, die dort die Begutachtungen machen. Das ist die sogenannte Troika aus Internationalem Währungsfonds, Kommission und EZB. Und auf der Grundlage beraten wir dann, wenn es soweit ist. Aber der Finanzminister hat bereits im Herbst 2012 gesagt, wir befassen uns hier nicht das letzte Mal mit Griechenland im Haushaltsausschuss. Und er hat im Parlament gesagt, dass es sehr wohl sein kann, dass es ein weiteres Paket gibt. Herr Steinbrück, sind Sie in Anführungsstrichen offener, ehrlicher? Was werden wir noch für Griechenland zahlen müssen und wie lange? Ich komme auf Griechenland gleich zurück, aber Sie müssen mir erlauben, dass ich auf die PKW-Maut noch mal eingehe. Frau Merkel hat gesagt, die Einführung einer PKW-Maut für Ausländer ist schwierig. Nein, sie geht gar nicht. Und das, was Herr Seehofer da vorgeschlagen hat, ist entweder von einer erstaunlichen Unkenntnis geprägt oder aber er muss gleichzeitig eine PKW-Maut für die Inländer einführen. Und wenn er dann für die PKW-Inländer-Besitzer etwas einführt, dann wird er es kompensieren wollen, zum Beispiel vielleicht durch den Wegfall der Kfz-Steuer. Nur das bedeutet, dass die normalen Mittelklassefahrer, Autobesitzer, sehr viel mehr dann draufzahlen würden, als diejenigen, die in den oberen Autoklassen dann beheimatet sind. Das heißt, was da stattfindet, ist ein gewisser Irrsinn. Ich würde ganz gerne schon bei dieser Sendung wissen, wie denn dies funktionieren soll mit einer PKW-Maut für Inländer, Frau Merkel. Denn Sie werden ja von Herrn Seehofer wahrscheinlich vor die Situation gestellt werden, dass er sonst keinen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Und ich würde gerne wissen, welche Konsequenzen das für Sie hat gegenüber Herrn Seehofer. Ich glaube aber, dass die Konsequenzen kann ich kurz und knapp beantworten. Mit mir wird es keine PKW-Maut geben. Ah ja, endlich. Ich glaube, das habe ich schon sehr, sehr lange und in vielen Interviews gesagt. Naja. Ich glaube nicht, dass es richtig wäre, die Autofahrer weiter zu belasten. Ich glaube auch nicht, dass es richtig wäre, dem Bund weitere Einnahmen vorzuenthalten. Wir haben genügend Aufgaben. Da stimme ich Herrn Steinbrück sehr zu, dass wir investieren müssen. Und insofern, mit mir wird es eine Maut für Autofahrer im Inland nicht. Sende schöne Grüße nach München zu Herrn Seehofer. Okay, Herr Steinbrück, ich hatte Sie eben gerade schon gefragt, nochmal zurück zur Eurokrise, weil ich denke, das sind die größeren Summen, über die wir reden müssen, auch in den nächsten Jahren. Also sind Sie ehrlich gegenüber Ihren Wählern und sagen, was Sie noch für Griechenland in Anführungsstrichen blechen müssen? Ich habe den Wählerinnen und Wählern sehr früh gesagt, dass uns diese Stabilisierung der Eurozone Geld kosten wird. Ich habe sehr früh gesagt, wir sind in einer Haftungsunion. Ich hätte mir eine ähnlich deutliche Ansprache auch von Frau Merkel gewünscht. Wir sind in einer Haftungssituation seit dem Aufkauf der ersten griechischen Staatsanleihe im Mai 2012. In dem Augenblick haftet die Bundesrepublik Deutschland für 27%. Und es wird uns etwas kosten. Die Frage ist, wofür geben wir das Geld aus? Wie viel wird es uns kosten? Das weiß keiner, weil wir abwarten müssen, ob die griechischen oder anderen portugiesischen Staatsanleihen bedient werden oder nur teilweise bedient werden. Das wissen Sie erst am Ende der Laufzeit. Wovon werden Sie es bezahlen wollen? Aber alleine bezogen auf das, was wir bisher über die Rettungsschirme und über die KfW in Gang gesetzt haben, sind ungefähr 150 Milliarden Euro. Ein anderes lasse ich raus. Der entscheidende Punkt ist, ob nicht über die Ankündigung eines dritten Griechenland-Paketes wir uns eingestehen müssen, dass die bisherige Krisenstrategie, maßgeblich vorgetragen von dieser Bundesregierung, gescheitert ist. Weil sie diese Länder nur in einen Teufelskreis nach unten bringt. Was rechnen fehlt, Sie damit, was fehlt ist ein Aufbauprogramm, was fehlt, ist ein Wachstumsimpuls. Und was fehlt, ist insbesondere die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Obwohl Frau Merkel im Europäischen Rat im Februar diesen Jahres eine Jugendgarantie mit verabschiedet hat. Die Frage ist, was ist daraus geworden? Rechnen Sie damit, dass die Griechen dieses Geld überhaupt irgendwann zurückzahlen können?
In 10 Jahren, in 80 Jahren? Das ist Ihnen und uns nur zu wünschen. Was aber bedeutet, dass man den Griechen nicht immer weiter nur die Konsolidierungskeule über den Kopf ziehen kann, sondern den Griechen behilflich sein muss, langsam wieder Wind unter die Flügel zu kriegen. Deutschland ist auch mal geholfen worden. Ist vergessen. Deutschland ist sehr massiv geholfen worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Marshall-Programm im Wesentlichen oder alleine Westdeutschland, leider nicht Ostdeutschland. Und wir Deutsche sollten uns daran erinnern, dass diese Länder uns auch die Hand gereicht haben zur europäischen Einigung, dass sie sich gefreut haben über die deutsche Wiedervereinigung. Und daraus ergibt sich, wie ich finde, eine europapolitische Verantwortung, diesen Ländern behilflich zu sein. Und zwar nicht nur mit einem Konsolidierungskurs, der sie aufs Krankenlager nagelt. Also warum haben Sie dennoch eigentlich mit Ihrer Fraktion all diesen Entscheiden immer zugestimmt im Bundestag und haben also eigentlich eine Bestätigung für die Regierungspolitik gegeben? Aus einer europapolitischen Verantwortung. Und ich weiß von einem Interview, Frau Merkel, das Sie gegeben haben, das erst noch gesendet wird, dass Sie der SPD eine europapolitische Unzuverlässigkeit vorwerfen. Das hat uns schon sehr getroffen. Denn wir waren es, die Ihnen auch mitgeholfen haben, eine notwendige Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag zu erreichen. Und jetzt äußern Sie sich in einem solchen Interview über die Unzuverlässigkeit der SPD in der Europapolitik. Das wundert mich doch. Haben Sie sie also nicht eigentlich sehr an Ihrer Seite, Frau Merkel? Kann man sich nicht einen besseren Oppositionsführer wünschen? Also ich fand es gut und richtig, dass die SPD die meisten Entscheidungen zugestimmt hat. Das ist doch gar keine Frage. Das hat sie auch nicht uns zuliebe getan, sondern aus innerer Überzeugung. Das ist auch gut, dass die Sozialdemokraten Europa nicht vergessen in schweren Stunden. Es ist auch völlig unbestritten, dass uns geholfen wurde und dass deshalb wir auch helfen. Das ist ja ganz klar. Die Frage ist nur, wie helfen wir? Helfen wir, indem wir sozusagen Bedauern äußern über die schwierige Lage in diesen Ländern, oder helfen wir, indem wir ermuntern zu den notwendigen Reformen? Und es ist doch vollkommen klar, dass Griechenland erhebliche, nicht nur finanzielle Defizite hatte, sondern dass der gesamte griechische Staatsaufbau nicht den Anforderungen entspricht, die man heute in der Eurozone haben muss. Und da, bitteschön, möchte ich jetzt doch das noch mal ausführen, weil das wirklich ein zentrales Thema ist. Da ist Griechenland aufgenommen worden in die Eurozone, ohne dass es die Voraussetzungen erfüllt hat. Da ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt ausgesetzt worden, alles unter Rot-Grün. Und meinem Vorgänger, und jetzt heißt es doch, nicht falsche Solidarität zu zeigen, sondern einem Prinzip zu folgen. Und dieses Prinzip heißt Leistung und Gegenleistung, Solidarität und Eigenverantwortung. Und wenn wir das nicht durchhalten, dann werden wir sehen, dass diese Länder nicht wieder mehr Arbeitsplätze haben. Und das ist ja auch vollkommen klar. Wir haben nicht nur dem Rat der Fachkundigen, der sogenannten Troika, Internationaler Währungsfonds, Kommission, Europäische Zentralbank, sind wir nicht nur gefolgt. Darauf beruhen ja unsere Programmentscheidungen, sondern wir haben, und das war ganz wesentlich von der SPD mitgestaltet, ich weiß gar nicht, warum Sie das nicht erwähnen, einen Wachstumspakt verabschiedet. Wir haben die Mittel der Europäischen Investitionsbank aufgestockt. Wir haben die Strukturfonds flexibler eingesetzt. Deutschland wird in den nächsten 7 Jahren mehr für Europa zahlen, für die Länder, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Mhm. Aber das Geld muss sinnvoll eingesetzt werden. Es muss Europas Wettbewerbsfähigkeit verbessern und Defizite oberhalb des Stabilitäts- und Wachstumspakts dauerhaft gehen nicht. Deshalb haben Sie ja auch dem Fiskalpakt zugestimmt, der sagt, wir müssen stärker darauf achten, dass Länder sich nicht verschulden und anschließend die Frage, Frau Bundeskanzlerin, ist, Investoren wer es am Ende bezahlt? Gar keine Möglichkeit mehr haben, sich so in Europa zu engagieren, dass sie in die Lage versetzt werden, ihr Geld auch zurückzubekommen. Aber warum, die Frage ist, wer es am Ende bezahlt? Warum werfen Sie ganz der genau SPD dann europapolitische Unzuverlässigkeit vor? Ich verstehe es nicht. Ich werfe Ihnen nichts vor, das ist doch vollkommen klar, weil Sie fast allem zugestimmt haben. Und deshalb sage ich ganz einfach, wenn Sie, das muss ich dann allerdings sagen, Herr Steinbrück, wenn Sie angesichts eines schon angekündigten, und Sie können die Protokolle der Ausschüsse nachlesen, nochmaligen eventuellen Griechenland-Rettungspakets einfach erklären, dass nunmehr die gesamte Europapolitik gescheitert ist, dann kann ich nur sagen, dann haben Sie wirklich nicht aus Überzeugung zugestimmt. Und das wissen Sie auch. Und wenn ich Wahlkampf wäre, hätten Sie so auch nicht gesprochen. Herr Steinbrück, darf ich fragen nach den Konsequenzen für die normalen Sparer in Deutschland? Die merken im Moment all das, was mit der Eurokrise geschieht, vor allen Dingen an mickrigsten Zinsen, die sie auf ihre Sparguthaben bekommen. Warum ist daran, wie Sie gesagt haben, Angela Merkel schuld? Daran ist Angela Merkel nicht direkt schuld, sondern die Zinspolitik wird zunächst mal gemacht von der Europäischen Zentralbank.
Sie haben es so gesagt, Herr Steinbrück, da Sie die Interviews zitieren, habe ich jetzt auch eins. Merkels Krisenmanagement habe zu einer Nullzinspolitik geführt. Die bisherige Krisenstrategie hat dazu geführt, dass diese Länder sich nicht erholt haben. Die Wachstumsraten sind nach wie vor sehr schlecht, die Arbeitslosigkeit geht hoch, die Jugendarbeitslosigkeit geht hoch und damit ist die EZB in der Konsequenz dieser Krisenstrategie, die in meinen Augen gescheitert ist, unter maßgeblicher Federführung der Bundesrepublik Deutschland mit unserem politischen Gewicht, mit unserem ökonomischen Gewicht, vertreten von Frau Merkel, gezwungen zu einer Zinspolitik, die in der Tat dazu führt, dass Sparer nur noch sehr niedrige und mickrige Zinsen und Kapitallebensversicherungen zunehmend nicht mehr attraktiv sind. Das ist die Folge eines falschen Krisenmanagements in Europa. Und das sagen Sie nicht nur im Wahlkampf, wie Frau Merkel Ihnen eben. Nein, das ist die Einschätzung von vielen. Die Zinspolitik ist eine der Schrauben, die die Europäische Zentralbank in der Hand hat. Und die Europäische Zentralbank ist eine der wenigen intakten Institutionen, die wirkliches Krisenmanagement betrieben haben. Über den Aufkauf von Staatsanleihen, hart an der Grenze dessen, was man als direkte Staatsfinanzierung bezeichnen kann. Und eine Nullzinspolitik, die genau dieses Ergebnis hat, dass viele Sparer bekümmert, mehr als das stört. Wobei umgekehrt natürlich diejenigen, die über Kredite Investitionen finanzieren, diejenigen, die Hypothekenkredite für ein Eigenheim aufnehmen, sich freuen über die niedrigen. Und ein Kanzler Steinbrück hätte das alles besser und viel toller und für die deutschen Sparer wesentlich lukrativer gemacht? Ich hätte eine andere Krisenstrategie verfolgt. Das ist doch der Ausgangspunkt. Ich hätte gesagt, natürlich muss es zu einer Konsolidierung der öffentlichen Haushalte kommen, aber bitte doch nicht in einer tödlichen Dosis für diese Länder. Was übrigens zunehmend erkannt wird, ja auch in den Reihen von CDU/CSU, dass diese Dosis tödlich sein kann. Aber sie muss doch begleitet werden in einer Doppelstrategie durch Impulse für diese Länder. Von mir aus nennen wir das ein Marshallprogramm 2. Für Sofortmaßnahmen, was die Jugendarbeitslosigkeit betrifft. In vielen Fällen ist doch diese Krise auch gar keine Verschuldenskrise. Sie ist eine Bankenkrise in vielen Ländern, in Irland, in Zypern und vor allen Dingen auch in Spanien. Und wo bleibt dann der ehrgeizige Ansatz, diese Banken endlich zu regulieren, gegebenenfalls abzuwickeln? Und zwar nicht auf Kosten der Steuerzahler, nein, auf Kosten der Gläubiger und Eigentümer der Banken. Also Sie haben, Frau Merkel, wir müssen die Dinge jetzt noch mal kurz ordnen. Weil die Einlagen seien sicher. Ich höre aber erst noch Ihre Frage, dann mache ich das. Das ist nett, vielen Dank. Ich wollte tatsächlich auf was rekurrieren, was Sie beide verbindet. Sie haben den deutschen Sparern ja mal versprochen, die Einlagen, Ihre Einlagen seien sicher. Und in der Tat ist es im Moment eher so, dass sicher nur ist, dass die Einlagen durch die mickrigen Zinsen permanent an Wert verlieren. Haben Sie nur vergessen, den deutschen Sparern die Risiken und Nebenwirkungen auch zu sagen? Die Garantie gilt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und was jetzt die Ursachen und Wirkungen anbelangt, das muss man in der Eurokrise schon noch mal genau diskutieren. Wir in Deutschland wissen, dass wenn ein Land nicht mehr wettbewerbsfähig ist, die Arbeitslosigkeit steigt und damit die Spirale auch zu mehr Verschuldung und mehr Sorgen der Menschen beginnt. Deshalb gab es die Agenda 2010, als wir über 5 Millionen Arbeitslose dann später hatten. Und Gerhard Schröder, ich scheue mich nicht, das zu sagen, hat sich um Deutschland verdient gemacht. Wundern tut mich nur, dass die Erfahrung, die wir doch gemacht haben, wie es besser geworden ist, und es ist nicht sofort besser geworden, das haben Sie ja auch gesehen, sondern es hat 2-3 Jahre gedauert, dass man diese Erfahrung jetzt nicht weitergibt an die anderen Länder, sie ermutigt, solche Reformen auch zu machen. Und wir sehen doch jetzt die ersten zarten Pflänzchen des Wachstums. Und dem wird auch wieder mehr Beschäftigung folgen. Das sind die ganz normalen Zyklen, wie sich die Dinge entwickeln. Und deshalb heißt es, diesen Kurs fortzusetzen, nicht über Vergemeinschaftung von Schuldentilgungsfonds zu sprechen, nicht über Eurobonds zu sprechen, was immer wieder auch von der Sozialdemokratie gemacht wird, sondern einfach zu sagen, jeder muss seiner Eigenverantwortung gerecht werden. Dann investieren wir in Forschung, dann investieren wir in Infrastruktur, dann investieren wir vor allen Dingen in Bildung der jungen Menschen. Das deutsche Berufsbildungssystem wird zurzeit von der Bundesrepublik in all diese Länder exportiert, ist sehr nachgefragt. Und ein Wort zu den Zinsen. Herr Steinbrück als ehemaliger Finanzminister weiß es. Die Zinsen in Amerika sind noch geringer. Die Welt fordert uns auf, ja, eine Politik zu machen, mit der wir die Konjunktur auch ankurbeln. Und das, was im Augenblick schwierig ist und in der Tat für den deutschen Sparer schwierig ist, das ist, dass in den südeuropäischen Ländern die Zinsen viel höher sind als bei uns. Und wir sehen jetzt glücklicherweise, dass die deutschen Zinsen auch wieder etwas steigen, die südeuropäischen fallen. Und das ist dann wieder die Botschaft, dass der Euroraum wettbewerbsfähiger, gemeinschaftlicher wird. Und was wir erreicht haben, das ist doch, dass man politisch weiß, alle Investoren, die in die Euroländer investieren wollen,
ja, wir stehen zum Euro, ja, wir bringen ihn auf einen Erfolgskurs, aber ich möchte es so haben, dass wir dann anschließend als Europäer auch noch uns auf der Welt sehen lassen können, unsere Produkte verkaufen können. Und das ist die Strategie und die muss weitergehen und darüber entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer. Herr Steinbrück, Sie wollen mit großem Ehrgeiz den Steuerbetrug bekämpfen. Sie nehmen harte Worte in den Mund, Sie sprechen davon, dass Sie persönlich die Kavallerie satteln möchten. Das sind schöne Bilder, ja, das sind Pferde, das sind Zettel, das ist Attacke. Aber eigentlich ist es doch erstmal nur eine komplett leere Drohung. Stimmt doch nicht. Natürlich können wir mehr tun. Wir können zum Beispiel Verjährungsfristen verlängern. Wir können dafür Sorge tragen, dass es in Deutschland ein Unternehmenssteuerrecht gibt, dass die Beihilfe deutscher wie auch anderer Institute, die in Deutschland Beihilfe leisten zum Steuerbetrug und Steuerhinterziehung, vor den Kadi ziehen kann. Wir können dazu beitragen, dass aufgrund unserer Rechtslage zum Beispiel das Ausmaß in den Briefkastenfirmen von deutschen Firmen woanders auftauchen, dass das beschränkt oder sogar vermieden wird. Wir können zum Beispiel ein anderes oder hätten gerne ein anderes Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz abgeschlossen, wo nicht eine Anonymisierung bleibt, wo nicht eine anschließende Amnestie für Steuersünder von Deutschland in Gang gesetzt worden wäre oder Herr Schäuble dazu bereit war, der deutschen Steuerverwaltung und Fahndung und Staatsanwaltschaften den Aufkauf von Steuer-CDs zu verbieten, der größte Druckpunkt, den es gibt. All dies hätte man anders gestalten können. So, im Übrigen, ja, das war ein Ausflug in meine Western-Film-Erfahrung, aber er hat diese Debatte zugespitzt. Er hat dieser Debatte einen Boden gegeben und sie aus der Leisetreterei herausgeführt, weil dieser Steuerbetrug ein kriminelles Delikt ist und sich die ganzen ehrlichen Steuerzahler als die Dummen vorkommen, wenn sie hören, dass Jahr für Jahr eventuell 30 Milliarden Euro an Einnahmen nicht entstehen, weil die Oberen glauben, sie stünden über dem Gesetzblatt und den dort festgelegten Steuerverpflichtungen in Deutschland. Frau Bundeskanzlerin, die Bürger machen sich Gedanken nicht nur über ihr Geld auf dem Sparbuch, sondern sie machen sich natürlich auch Geld über ihre Jobs, über ihre Arbeitsplätze. Ein Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen, nämlich die Frage, wie können wir Arbeit in Deutschland schaffen und wie können wir Arbeit in Deutschland sichern. Wenn wir uns mal die Zahlen angucken, in Deutschland gibt es 7,5 Millionen Minijobber. Wir haben 10% ungefähr der Beschäftigten, die einen Zweitjob haben, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und mehr als 800.000 Menschen in Deutschland sind Leiharbeiter. Heißt das, dass Ihre Politik bedeutet, jeder Job ist besser als gar keiner? Erst noch einmal ein Wort zur Steuerhinterziehung, weil es sich gut trifft, dass wir ja am Ende der Woche, die jetzt kommt, das G20-Treffen haben und weil sich hier die 20 größten Wirtschaftsnationen der Welt darauf verständigen werden, dass man der Steuerhinterziehung schärfer hinterher sein muss, weil es in der Tat alles andere ist als irgendein Kavaliersdelikt. Es ist eine Katastrophe, wie viel Geld uns verloren geht. Wir werden den automatischen Informationsaustausch unter allen Ländern vereinbaren und wir werden den Kampf gegen Steueroasen, also Plätze, an denen multinationale Konzerne zum Beispiel heute sind und überhaupt keine Steuern zahlen, den werden wir auch einheitlich regeln. Das ist ein Riesenfortschritt. Und da ist lange dran verhandelt worden und dass wir da jetzt endlich einen Schritt vorankommen, ist eine wirklich gute Botschaft für die, die in der Tat ehrlich ihre Steuern zahlen. Und deshalb, glaube ich, sollte das noch mal erwähnt werden. Jetzt zu den Arbeitsplätzen. Wir haben 29 Millionen fast sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Deutschland. Das ist eine Zahl, wie wir sie nie hatten. Alleine fast, ich glaube, 1,9 Millionen mehr, als das 2009 der Fall war. Wir haben jetzt vom Statistischen Bundesamt zum ersten Mal gehört, dass die sogenannten atypischen oder prekären Arbeitsverhältnisse ein wenig zurückgegangen sind. Aber Sie haben wir sich haben ausgedehnt die gleiche in den Zahl Jahren von Zeitarbeitsplätzen, zeitlich befristeten Arbeitsplätzen trotz viel höherer Gesamtarbeitsplatzzahl. Und wir haben erlebt, dass durch die Leiharbeit ja viele Menschen auch in dauerhafte Beschäftigung gekommen sind. Wir haben aber auch erlebt, dass die durch die Agenda 2010 eingeführte Leiharbeit missbraucht wurde, massiv missbraucht wurde. Und deshalb haben wir einen Mindestlohn jetzt in der Leiharbeit eingeführt. Deshalb haben wir gesetzlich verboten, dass man Menschen, die dauerhaft beschäftigt waren, entlässt, sie in einer Leiharbeitsfirma einstellt und dann anschließend wieder im selben Betrieb arbeiten lässt. All das geht nicht mehr und das ist richtig und wichtig. Und deshalb glaube ich, dass man sagen muss, es muss einerseits jeder von seiner Arbeit leben können, wenn er Vollzeit arbeitet. Und andererseits müssen die Chancen bestehen, dass Menschen in Arbeit kommen. Und dieser Weg ist erfolgreich gegangen worden. Und deshalb glaube ich, dass wir insgesamt auf einem guten Weg sind. Das heißt nicht, dass viele Menschen
gerne mehr verdienen möchten und dass wir diese Chancen auch verbessern müssen. Frau Bundeskanzlerin, Sie müssen gestatten, dass Peer Steinbrück, wir hängen nämlich tatsächlich nicht nur zeitmäßig ein bisschen, sondern Peer Steinbrück, der Herausforderer, ist in einer gewissen Disbalance. Wir müssen jetzt mal aufpassen, dass wir Sie nicht nur gehörig zu Wort kommen lassen, sondern jetzt irgendwie auch die nächsten drei Fragen an Sie stellen. Das kriegen wir, glaube ich, gerade noch hin. Herr Steinbrück, auch an Sie die zentrale Frage zum Thema Soziales und Arbeit. Mehr Menschen haben Arbeit, weil sie immer weniger Geld verdienen, ist auch aus der Sicht eines Sozialdemokraten, der die Agenda 2010 sehr begrüßt hat, jede Arbeit besser als keine? Nein. Der Satz von Frau Merkel und der CDU, sozial ist, was Arbeit schafft, ist nicht die Meinung der SPD und nicht von mir. Sozial ist, was gute Arbeit schafft, die anständig entlohnt wird. Die Zunahme des Missbrauchs von Leiharbeit, von Werkverträgen ist ein zentrales Thema. Es spaltet unseren Arbeitsmarkt, der spaltet Gesellschaft. Das sorgt dafür, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft brüchig wird, der aber eine wesentliche Voraussetzung ist, auch für unser ökonomisches Wohlergehen. Und deshalb ist die SPD der Auffassung, dass dieser Missbrauch von Leiharbeit, Zeitarbeit, Werkverträgen, Minijobs eingegrenzt werden muss. Sollen die Menschen Sie also diesmal wählen, damit Sie all das korrigieren können, was Sie mit der rot-grünen Regierung damals anders gemacht haben? Wieso und zwar grundsätzlich? Wieso all das, Frau Illner? Diese Agenda 2010 ist, wie ich glaube, ein Beitrag, ich will das gar nicht jetzt überbewerten, ein Beitrag, warum Deutschland ganz gut steht im europäischen Vergleich. Da rate ich dazu, dass die Sie SPD sagen selbst, wie viele Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Vertritt. Die Agenda 2010 war sehr viel mehr als nur eine Arbeitsmarktreform. Aber im Rahmen dieser Arbeitsmarktreform ist es zu Fehlentwicklungen gekommen. Und übrigens, Gerd Schröder selbst hat gar keine Mühe zu sagen, dass solche Fehlentwicklungen dann auch von der SPD korrigiert werden. Und mit mir als Bundeskanzler werden diese Fehlentwicklungen korrigiert. Sie waren ja am Anfang der Agenda 2010 eher der Meinung, es reicht noch gar nicht aus, was da beschlossen worden ist. Sind Sie froh, dass es im Endeffekt dann jetzt doch ausgereicht hat? Sie hätten gerne noch schärfere Regeln gehabt, als das, was in der Agenda beschlossen worden ist. Da müssen Sie jetzt mit mir zu Wikipedia gehen und das mir nachweisen, Herr Klöppel. So läuft es nicht. Die SPD ist übrigens damals der Auffassung gewesen, dass die Agenda 2010 durchaus schon mit einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn hätte begleitet werden müssen. Aber dafür hatten wir keine Mehrheit im Bundesrat. Und offen ist zu legen, dass die Gewerkschaftsbewegung damals auch noch der Auffassung war, dies kollidiere mit der Tarifvertragsfreiheit. Aber es war damals ein Thema. Jetzt korrigieren wir diesen Fehler, insbesondere auch mit Blick auf das Ausmaß, in dem selbst Leiharbeitsstellen umgewandelt werden in Werkverträge. Das muss man sich mal vorstellen. Auch dieses Thema hat die Bundeskanzlerin, Herr Steinbrück, Ihnen im Grunde genommen geklaut. Mindestlohn ist so ein Beispiel gegeben. Die Frauenquote ist so ein Beispiel gewesen. Könnten Sie der CDU nicht auch mal was klauen? Nee, denn das sind ja alle schöne Schachteln, die Frau Merkel da ins Schaufenster gestellt hat. Und da steht dann drin, Lebensleistungsrente ist ja nicht mal Beschlusslage der CDU. CDU hat kein Rentenkonzept. Wird noch drum gekämpft. Frau Merkel hat noch 21 Tage Zeit, mehr nicht. Bei den Gewerkschaften Anfang dieses Jahres, wo ich später war, hat sie ein Rentenkonzept angekündigt. Daraus ist nichts geworden. Die Lebensleistungsrente ist ein Plakat von Frau von der Leyen, abgesehen auch ziemlich zynischen Gehalts. Denn es sind nicht mehr als 15 bis 20 Euro über der Grundsicherung. SPD bietet an eine Solidarrente von 850 Euro. Die Lohnuntergrenze von Frau Merkel, haben wir vorhin schon drüber geredet, hat nichts zu tun mit einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Das ist ein Flickenteppich von den Tarifvertragsparteien. Viele, die in Tarifverträgen sind und unter 8,50 Euro verdienen, haben gar nichts davon. So, und so zum Beispiel das Jahr der Pflege ist auch ausgerufen worden. Das Jahr der Pflege. Alle waren wirklich erstaunt darüber, dass jetzt etwas endlich getan wird. Die letzte Pflegereform kommt aus dem Jahr 2008 von Ulla Schmidt. Was es gegeben hat, ist eine private Zusatzversicherung, monatlich gefördert mit 5 Euro von Herrn Bahr, Pflegebahr, mehr nicht. Was übrigens die meisten sich nicht leisten können. Worauf ich hinaus will, ist, da sind viele bunte Schachteln im Schaufenster. Und das Problem ist, dass ich die Wählerinnen und Wähler motivieren möchte, in die Schachteln reinzugucken. Ja. Und Sie glauben, dass die 8,50 Euro Stundenlohn, Mindestlohn ausreichen, um all diese Probleme zu lösen? Ist das Ihr Allheilmittel? Immerhin Allheilmittel, habe ich nicht gesagt, aber immerhin. Im Übrigen, wir haben, glaube ich, in 21 oder 22 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben wir einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Und darüber sind die auch nicht untergegangen oder im Atlantik oder im Mittelmeer verschwunden. Finden Sie eigentlich, das wäre eine Frage von mir an Sie beide, dass Politiker in diesem Land genug verdienen? Herr Steinbrück? Was bezwecken Sie denn mir gegenüber mit der Frage? Ich möchte es einfach nur wissen, finden Sie es grundsätzlich? Glauben Sie im Ernst, dass ich darauf je in meinem Leben noch mal eingehe? Niemals mehr? Wir haben nicht nach dem Kanzlergehalt gefragt, sondern nur nach dem Gehalt von Politikern. Sind Politiker gut bezahlt in diesem Land, ja oder nein? Bitte,
Diskutieren Sie das gerne unter sich. Wir könnten die Bundeskanzlerin fragen, Frau Merkel. Sinn antwortet mit einem klaren Ja, um dann noch Zeit zu haben, was anderes zu sagen. Ich finde doch, dass wir in der Tat unterschiedliche Konzepte haben, was den Mindestlohn anbelangt. Wir sind uns einig, dass jeder Mensch durch Vollzeitarbeit so viel verdienen muss, dass er davon leben kann, dass er nicht aufstocken muss. Ich finde auch, und das ist CDU-Überzeugung, dass man, wenn man arbeitet, mehr haben muss, als wenn man nicht arbeitet. Und wir wissen dennoch, dass selbst bei einem Mindestlohn von 8,50 Euro 40 Jahre Arbeit nicht ausreichen, um eine Rente zu bekommen, die oberhalb sozusagen sozialer Zuschüsse liegt. Und aus diesem Grunde, und ich kann unser Regierungsprogramm da nur noch mal zur Lektüre empfehlen, steht dort schwarz auf weiß geschrieben, dass jeder, der 40 Jahre gearbeitet hat und privat vorgesorgt hat über die Riester-Versicherung, dass derjenige oder diejenige auch 850 Euro Rente bekommen soll, damit wir etwas gegen die Altersarmut tun. Ja. Denn es ist nicht fair, wenn man über 40 Jahre arbeitet und wir müssen in der Rente uns darauf vorbereiten, dass der Altersaufbau unserer Gesellschaft sich verändert, dass wir mehr Ältere haben. Und die Rente muss immer zweimal gerecht sein. Sie muss gerecht sein für die, die sie heute bekommen. Und sie muss aber auch gerecht sein für diejenigen, die heute für die Rente aufkommen müssen. Damit haben Sie elegant übergeleitet zu dem Thema, zu dem wir jetzt eher kommen wollten, nämlich die Altersarmut. Die Zahl der Rentner, die mit ihrer Rente nicht über die Runden kommen und die deshalb aufstocken müssen, ist in den vergangenen 4 Jahren gestiegen. Nehmen Sie das eigentlich für sich als einen guten Arbeitsnachweis Ihrer Kanzlerschaft? Diese Zahl ist immer noch sehr gering, glücklicherweise, aber sie wird steigen. Und deshalb haben wir ja die Antwort. Nein, sie nämlich, steigt schon und ist gestiegen in den zurückliegenden 4 Jahren. Richtig, sie ist vor allen Dingen deshalb gestiegen, weil diejenigen, die Erwerbsminderung haben, also die früher aus dem Berufsleben ausscheiden, heute oft keinen Rentenanspruch haben, der ausreicht. Deshalb müssen wir, und auch das ist Teil unserer Vorhaben, bei der Erwerbsminderungsrente etwas machen, dass diese Menschen bessere Anerkennungszeiten bekommen. Und zweitens, weil wir jetzt an einem geschlossenen Rentenkonzept arbeiten und weil wir ja auch in den nächsten 4 Jahren noch Projekte vor uns haben, darüber sprechen wir heute ja auch. Und wir haben einen weiteren Beitrag gegen den Kampf gegen Altersarmut, dass wir nämlich die Rentenanerkennungszeiten für Mütter, die ihre Kinder vor 1992 bekommen haben, aufstocken wollen, von 1 Jahr auf 2 Jahre. Diese Mütter bekommen heute nur 1 Jahr. Alle Mütter, die ihre Kinder nach 1992 bekommen haben, 3 Jahre. Pro Jahr macht das pro Monat ein Volumen immerhin von 28 Euro aus. Auch das ist ein Beitrag gegen Altersarmut. Also Verbesserung der Erwerbsminderungsrente, 850 Euro für alle, die 40 Jahre gearbeitet haben und privat vorgesorgt haben, plus bessere Anerkennung von Rentenerziehungszeiten. Das ist unser Konzept und das werden wir umsetzen. Das kommt also erst noch und konnte in den zurückliegenden 4 Jahren noch nicht gemacht werden, Herr Steinbrück. Sowohl Sie als auch Ihre Frau, die Lehrerin war, bekommen eine Pension. Bei Frau Merkel ist die Situation ähnlich. Sie wird eine Pension bekommen, ihr Mann, der Professor ist, wird auch eine Pension bekommen. Pensionen sind, das weiß jeder, deutlich höher als die Renten. Gehen Sie an diese Ungerechtigkeit auch nicht dran, weil Sie am eigenen Ast sägen müssten? Nein, es hat schon eine Angleichung gegeben. Ich denke, man wird den Weg weitergehen müssen. Es kann nicht sein, dass die Pensionen für diejenigen im öffentlichen Dienst besser behandelt werden oder stärker steigen als die aus der Umlage finanzierten gesetzlichen Rentenversicherungen. Ich kann mich erinnern, dass in meiner Zeit als Ministerpräsident eine solche Anpassung in Nordrhein-Westfalen schon mal erfolgt ist. Und diesen Weg wird man unter Gleichbehandlungs- und Gerechtigkeitsaspekten weitergehen müssen. Haben Sie aber nicht vor, soweit ich Ihr Programm lese, oder? Ja, aber ich erkläre Ihnen das, dass das für mich selbstverständlich ist. Ich will ja keine Unwuchten dort haben und ich weiß, dass viele, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, die Rentenversicherungsbeiträge gezahlt haben, sehr genau hingucken, wie das auch mit dem öffentlichen Dienst ist. Sie sagen uns also heute Abend, das wäre eine echte Neuigkeit, dass Sie die Pensionen begrenzen wollen. Wenn die Pensionen müssen in ihrer Entwicklung fair gekoppelt werden an das, was in der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung stattfindet. Was heißt fair gekoppelt? Dass die Zuwächse bei den Pensionen im öffentlichen Dienst nicht überproportional sein können gegenüber den Entwicklungen des Rentenniveaus. Und wo ist überproportional? Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, welche Zahlen da im Einzelnen, das können Sie ja nicht aus mir rauskitzeln jetzt.
Ja, weil sie es uns angeboten haben. Deshalb habe ich interessiert nachgefragt. Es reicht doch völlig die qualitative Aussage, dass es eine faire Behandlung geben muss und eine Drift, eine Schere es zwischen den Pensionen im öffentlichen Dienst und in der gesetzlichen umlagefinanzierten Rente nicht geben darf. Die Aussage ist doch in sich, wie ich finde, schlüssig. Und also ich finde, das müssen jetzt die Polizisten, die Justizvollzugsbeamten, die Lehrer und alle mal ganz genau hinhören. Das sind oft Menschen, die sehr, sehr wenig verdienen. Das, wenn man Pension hört, denkt man immer an Staatssekretäre oder Ähnliches oder an uns. Es sind Menschen, die ein sehr kleines Gehalt haben. Und die müssen jetzt schon mal aufmerksam bei der SPD noch mal nachfragen, was da in Planung ist. Denn diese Pensionen werden versteuert. Das ist auch anders, als das bei der Rente ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass viele Menschen, die als Facharbeiter arbeiten, auch noch eine Betriebsrente haben. Das heißt, dass man nicht einfach Pension und gesetzliche Rente miteinander vergleichen kann. Und die überwiegende Mehrzahl von Beamten bei uns in Deutschland sind Menschen mit einem sehr kleinen Gehalt, vom Soldaten über den Polizisten bis zum Justizvollzugsbeamten oder gegebenenfalls auch Feuerwehrmann. Also Achtung. Frau Merkel, ich muss Sie kurz darauf aufmerksam machen, dass Sie deutlich mehr geredet haben als Herr Steinbrück bisher. Vielleicht mal ein bisschen darauf Acht geben. Herr Steinbrück, im Wahlprogramm der SPD steht das Rentenprogramm, das Rentenalter wird wieder auf 65 Jahre gesenkt. So, jetzt überraschende Nachricht diese Woche. Sie wollen es bei der Rente mit 67 belassen. Fallen Sie da gerade Ihrer eigenen Partei in den Rücken? Nein, die Beschlusslage der SPD ist, dass das Rentenalter auf 67 in der Perspektive bis 2029 erhöht werden soll. Unter der Bedingung, dass wir weitere Fortschritte bei der Beschäftigung sozialversicherungspflichtiger über 60-Jährige haben. Und diese Entwicklung lässt sich ganz positiv an. Und dann ist irgendwann ein Überprüfungszeitraum festzulegen, wo festgestellt wird, ob diese Entwicklung weiter positiv voranschreitet oder nicht. Und daraus sind dann Konsequenzen zu ziehen. Ihre Mitstreiterin Frau Schwesig aus Ihrem Kompetenzteam hat gerade diese Woche noch bei Frau Illner in der Sendung vehement die Rente mit 65 gefordert und sich ausdrücklich auch noch mal für die Rente mit 67 entschuldigt, die mit Ihnen zusammen eingeführt wurde. Kommunizieren Sie nicht miteinander oder macht bei Ihnen jeder, was er will? Gerade gerne mit Frau Schwesig. Aber es ändert nichts daran, dass es eine klare Beschlusslage des SPD-Parteivorstandes gibt, des SPD-Parteitages gibt. Ich glaube, aus dem Dezember 2011, wo das so dargestellt ist, wie ich es schildere, mit Blick auf die Kopplung an die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 60 bis 65-Jährigen. Es kommt darauf an, dass wir Brücken bauen, weil wir wissen, nicht jeder kann bis 67 arbeiten. Diejenigen haben kaputte Knochen, entschuldigen Sie, ich würde das ganz gerne ausführen. Die haben kaputte Knochen, sind ausgebrannt. Wir bauen eine erste Brücke, indem wir in unserem Rentenkonzept, das einzige Rentenkonzept, das vorliegt von einer Partei, sagen, diejenigen, die 45 Versicherungsjahre haben, Versicherungsjahre, nicht Beitragsjahre, die sollen mit 63 abschlagsfrei in die Rente gehen können. Das ist eine Brücke vor dem Hintergrund des enormen demografischen Drucks, der auf unsere Altersversorgung lastet. Aber wie sieht es denn aus mit einer flexiblen Gestaltung? Es gibt doch Leute, die wollen mit 70 noch arbeiten. Dann gibt es welche, die sagen schon mit 55, ich kann nicht mehr. Sie sind 66, Sie wollen ja auch noch ein bisschen arbeiten. Ja, zwei Legislaturperioden in dem Amt. Ja, oder wenn es schlecht läuft, drei Wochen. Und ja, ich bin ins Gelingen verliebt, Herr. Ja. Das ist keine Alternative. Sie meinen jetzt die Flexibilisierung. Exakt. Da kommen wir vielleicht eines Tages hin, und zwar mit den Argumenten, die Sie genannt haben. Den Argumenten, dass viele sagen, also ich möchte gerne etwas länger arbeiten, ich kann auch etwas länger arbeiten, ich fühle mich auch noch fit. Und einige sagen, nein, du kannst nicht mehr von mir erwarten, dass ich als Pflegerin mit 64 oder 65 noch diesen 90 Kilo schweren Steinbrück hebe. Und ich möchte auch nicht unbedingt, dass ein Busfahrer im intensiven Stadtverkehr noch einen Schulbus fährt. Und der sagt, das will ich auch nicht. Das heißt, es wird darum gehen, in der weiteren Debatte solche Flexibilisierungen zuzulassen. Im Übrigen, die Mütterrente, die Frau Merkel angesprochen hat, die hätte sie ja in dieser Legislatur verwirklichen können. Sie hätte nur einen Gesetzentwurf vorlegen müssen und dann hätte die SPD sich sehr konstruktiv mit der Anerkennung von Erziehungszeiten der vor 1992 geborenen Kinder beschäftigt. Sie hätten allerdings in dem Gesetzentwurf auch begründen müssen, wie es finanziert werden soll. Denn ein Rentenpunkt hätte bedeutet 6,5 Milliarden Euro. Zwei Rentenpunkte hätte die Finanzierung von 13 Milliarden Euro dann zur Begründung bringen müssen.
Wie das am Ende finanziert wird, das müsste man die SPD jetzt genauso hart und nachträglich fragen. Wir müssen und wollen allerdings zu einem nächsten großen Thema kommen, was die Menschen belastet, und zwar zur Energiewende. Da haben viele das Gefühl, dass nicht nur die Preise in die Höhe schießen, sondern man ein gutes Management eigentlich so gar nicht erkennen kann. Frau Merkel, Sie haben nach der Katastrophe von Fukushima damals etwas für Sie relativ Besonderes getan. Sie haben sich sehr schnell von der Atomkraft verabschiedet, haben quasi im Affekt regiert. Ist es heute so, dass Sie sagen würden, war nicht gut, hätte ich noch ein bisschen drüber nachdenken sollen? Absolut das Gegenteil. Und wenn ich sehe, was in diesen Tagen in Fukushima diskutiert wird, dann bin ich noch mehr davon überzeugt, dass es richtig war. Und ich habe entschieden, aufgrund einer völlig veränderten Situation, und diese Entscheidung war dringend notwendig. Ich möchte nur noch ein Wort sagen zu der Bezahlung der Rente. Warum haben wir die Anerkennung der Erziehungszeiten jetzt noch nicht gemacht? Weil wir am Anfang vor 4 Jahren oder 3 Jahren noch nicht die Puffer, die Rücklagen in der Rentenversicherung hatten wie jetzt. Wir konnten den Rentenversicherungsbeitrag senken, haben trotzdem noch Geld, weil wir so viele Arbeitsplätze haben, weil wir so viele Beschäftigte haben. Und deshalb ist das jetzt gut, in dieser Merkel, Situation machbar. Bitten, so, jetzt kommt Sie die bei Energie. Diesem Thema bleiben, jetzt kommt die Energie. Weil Sie sagen, Sie haben den Menschen viele Milliarden gegeben, aber 20 Milliarden sind übrigens die Belastungen aus der Energiewende. Absolut. Also nochmal die Frage, können Sie den Bürgern dieses Landes das weiter zumuten, dass die Preise steigen und eigentlich keiner weiß, was hinterher dann noch kommt? Wir sind uns einig, dass Strom bezahlbar sein muss und dass die Versorgung sicher sein muss und gleichzeitig will die übergroße Mehrzahl der Menschen in Deutschland erfreulicherweise auch parteiübergreifend, dass wir die Energiewende schaffen. Und die Welt ist der Überzeugung, schaffen, wenn es einer schaffen kann, dann können es die Deutschen schaffen. Das ist nicht einfach, aber wir können diesen Weg machen und werden damit auch eines Tages bessere Exportchancen haben. Jetzt haben wir über die Jahre mit dem Gesetz zur erneuerbaren Energie in der Tat die Umlage immer weiter hat sich erhöht. Dass die Photovoltaik eine so rasante Entwicklung nimmt, war vor Jahr und Tag nicht bekannt. Als wir noch in der Großen Koalition das Gesetz zur Förderung der Photovoltaik gemacht haben, ich habe dem genauso zugestimmt wie der Umweltminister Gabriel, haben wir nicht gewusst, welcher Boom daraus entsteht. Und jetzt heißt es, wir brauchen dringend eine Novelle des EEG. Ich hätte sie gerne vor der Wahl gemacht, aber da ist es zu keiner Einigung gekommen. Das können nur Bund und Länder gemeinsam, also müssen wir es unmittelbar danach machen. Und wir müssen den Ausbau erneuerbarer Energien anpassen an den Ausbau von Leitungssystemen und anpassen natürlich auch an die notwendige Grundlastversorgung. Das kann gelingen und, das alles und dazu müssen wir handeln. Und zwar möglichst morgen und wenn nicht dann, sofort nach dem Wahltag. Sie haben es gerade in die Runde geworfen. Sie haben versucht, das im Bundesrat durchzubekommen, der von der SPD dominiert wird. Warum war das so schwer mit Ihnen, eine solche quasi Erneuerung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes durchzubringen? Man muss sich daran erinnern, dass Herr Altmaier als der zuständige Minister über ein Wochenende ziemlich wie Zitten aus dem Busch gekommen ist und ja teilweise seine eigenen Kabinettmitglieder nicht in den Film gesetzt hat und die Bundesländer auch nicht. Und das hat schon dazu geführt, dass es erhebliche Verwerfungen gibt. Aber ansonsten fangen wir mal damit an, dass nach allgemeiner Expertenmeinung das Management dieser Energiewende ein Desaster ist in Deutschland. Und das sagt nicht die Abteilung Agitation und Propaganda der SPD, sondern das augenblickliche Management ist die größte Investitionsbremse, die wir haben. Energiemanager haben einen dicken Hals, weil sie in Berlin ungefähr 4 oder 5 Ministerien anlaufen müssen, um rauszukriegen, was die energiepolitische Haltung der Bundesregierung ist. So, ansonsten über die einzelnen Schritte, ja, wir werden dann so schnell wie möglich die Stromsteuer senken müssen, damit die Menschen schnell eine Entlastung haben bei den Strompreisen. Aber der zweite Schritt wird sein müssen, eine umfassende Novelle des EEG, auch mit der Beseitigung von Überförderungstatbeständen, mit Blick auf zu viele Ausnahmetatbestände. Ich stimme zu, wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien harmonisieren mit dem Ausbau der Leitungen. Wir werden einen sehr viel stärkeren Akzent setzen müssen auf Energieeffizienz. Und wir werden dafür Sorge tragen müssen, dass mit Blick auf die Erzeugungskapazitäten, auch von Gaskraftwerken, von Kohlekraftwerken, die wir als Regelenergie brauchen, auch mehr Marktwirtschaft wieder einzieht, sodass es Investoren gibt, die auch in diese Kraftwerke Standby investieren. Geschieht etwas Hochinteressantes. Sigmar Gabriel meldet sich nicht zum ersten Mal in Ihrem Wahlkampf und sagt, dass er befürchtet, dass mit dieser Energiewende eine Deindustrialisierung Deutschlands drohe. Das ist im Grunde genommen wortgleich FDP-Aussage. Haben Sie damit nicht Ihren nun realen verbliebenen Koalitionspartner, die Grünen, nämlich sowas von vor den Kopf gestoßen? Nein, aber wir dürfen uns bezogen auf den Industriestandort Bundesrepublik Deutschland auch von den Grünen unterscheiden.
Die SPD ist dafür, dass diese industrielle Wertschöpfungskette in Deutschland erhalten bleibt. Mhm. Mit den sehr hochqualifizierten Arbeitnehmern und Arbeitnehmern. Und ich rede von Wertschöpfungskette, nicht nur von einzelnen Industrieunternehmen. Ja. Das ist einer der Gründe, warum wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr stark dastehen, weil wir nach wie vor ein sehr starkes produzierendes Gewerbe haben, mit sehr vielen auch produktionsorientierten Dienstleistungen, die in einem sehr viel größeren Umfang zur jährlichen Wirtschaftskraft beitragen, als zum Beispiel im Mutterland der industriellen Revolution, Großbritannien oder auch in Frankreich. Ganz konkret, um wie viel wird der Strompreis für eine normale Familie sinken pro Kilowattstunde, wenn wir eine Regierung Steinbrück haben? Na, erstmal ist dafür Sorge zu tragen, dass er nicht weiter steigt. Und schon allein das ist ein Problem. Ich kann mich erinnern an eine Rede von Frau Merkel, und das sage ich ohne Arg, weil von dem damaligen Kenntnisstand her argumentiert. Da hieß es, dass wir eine Steigerung von maximal 3,5 Cent pro Kilowattstunde haben, mit Blick auf die Förderung der erneuerbaren Energien. Wir gehen jetzt einer Entwicklung entgegen, wo das bis 6 steigen kann, 6 Cent pro Kilowattstunde. Das ist zu dämpfen. Aber ich verspreche nichts vollmundig, was ich nicht halten kann. Das heißt, der Strompreis für eine Familie wird genauso hoch bleiben unter einer Steinbrück-Regierung wie bisher oder sogar noch weiter steigen? Ich werde eine Steigerung zu vermeiden suchen, aber ich werde nicht vollmundig etwas in den Raum stellen, was ich nicht halten kann. Wir werden jetzt erstmal daran arbeiten müssen, dass es nicht zu weiteren Steigerungen kommt. Frau Merkel, wir kommen zu einem der großen Zukunftsprobleme, die Sie in 8 Jahren Kanzlerschaft nicht haben lösen können. Das Gesundheitswesen ist genau wie die Rente und Pflege nicht zukunftsfest finanziert. Die Kassenpatienten stehen immer schlechter. Der medizinische Dienst der Krankenkassen hat gerade festgestellt, dass Kassenpatienten Hörgeräte, Krankengeld und Rehas verweigert werden, und zwar massenhaft. Können Sie in dem Zusammenhang mit Blick auf die gesetzlich Krankenversicherten noch mal selbstbewusst wiederholen, dass Ihre Regierung, die schwarz-gelbe Bundesregierung, die erfolgreichste seit der Wiedervereinigung ist? Ja, das kann ich. Wir haben, weil Sie noch nie in einen Anspruch haben? Und der heißt, dass jeder Mensch die Gesundheitsversorgung bekommt, die er braucht. Und in Deutschland ist dies im Großen und Ganzen, Einzelfälle kann ich nicht ausschließen, da komme ich gleich drauf, ist dies gewährleistet. Massenhaft werden Ich habe mir deshalb natürlich die Vorbereitung noch mal angeschaut. Das Krankengeld steigt Jahr für Jahr. Die Ausgaben für die Hilfsmittel, wozu auch Hörgeräte gehören, auch. Auch die Ausgaben für die Kuren sind in keiner Weise gekürzt worden. Das heißt, hier muss natürlich dem Einzelfall nachgegangen werden. Wir haben auch im Übrigen ein Gesetz gemacht, was die Rechte des Patienten stärkt. Und jeder, der sich ungerecht behandelt fühlt, kann sich hier auch bei der Bundesregierung oder bei dem zuständigen Bundesausschuss melden. Ich glaube, dass wir insgesamt stolz sein können auf unser Gesundheitswesen, dass wir stolz sein können auf diejenigen, die in dem Gesundheitswesen arbeiten, vor allen Dingen auch die Krankenschwester. Und Ähnliches gilt für die Pflege. Und trotzdem haben wir Probleme, zum Beispiel mit der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Deshalb haben wir ein Gesetz gemacht, was die Versorgung mit Ärzten im ländlichen Raum verbessert. Wir werden sehr stark achten müssen, dass die Telemedizin sich gut entwickelt. Wir haben jetzt gemeinsam übrigens mit dem Bundesrat noch mal 1 Milliarde Euro mehr in die Krankenhäuser gegeben, damit die Tarifsteigerungen dort aufgefangen werden können. Da muss man weiter arbeiten, das ist gar keine Frage, denn der medizinische Fortschritt ist Gott sei Dank sehr rasant. Aber insgesamt ist unser Gesundheitssystem zuverlässig. Herr Steinbrück, wie sind Sie versichert, privat oder gesetzlich? Ich bin privat versichert und habe eine Beihilfe. Sie auch, Frau Merkel? Ich bin auch privat versichert, ja. Ich sage voraus, dass das augenblickliche Krankenversicherungssystem in 5 bis 6 Jahren an die Wand fährt, wenn wir nicht zu Änderungen kommen. Wir werden gesetzliche und private Krankenversicherung zusammenführen müssen in einer Bürgerversicherung, wo jeder einzahlt nach seiner Leistungsfähigkeit. Ich sehe mit einer gewissen Genugtuung, dass die CDU-CSU offenbar von ihrem Kopfpauschalenmodell Abstand genommen hat, wo die Sekretärin genauso viel hätte zahlen müssen wie der Vorstandsvorsitzende. Darüber entfällt auch diese duale Auseinandersetzung, wer ist krankenversichert, privat oder wer ist gesetzlich. Und was das heißt könnte das auch dann? Ein Beitrag eine sein, um im ländlichen Raum
Heißt das dann nicht im Zweifel, dass sich demnächst alle, Sie beide auch, die Sie privat versichert sind, auf schlechte Kassenleistungen einstellen müssen? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es könnte sein, dass es zu einem sehr viel besseren Ausgleich auch von Risiken kommt und dafür auch zu einer günstigen Situation einer solchen Bürgerversicherung. Wir haben im Augenblick eine sehr einseitige Risikoverteilung. Im Übrigen, die Krankenversicherungsbeiträge der gesetzlichen Krankenversicherung steigen, insbesondere für die älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen, gerade zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich geringere Beiträge gerne zahlen wollten. Und wir haben auch eine Auswirkung darüber in der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Warum? Weil die Ärzte natürlich alle dorthin ziehen, wo sie die günstigen Privatversicherten haben. Und das ist im Ballungsraum. Und daher entleert sich darüber der ländliche Raum. Herr Steinbrück, Sie haben das eben schon mal angesprochen, den Pflegebar, eine private Zusatzversicherung zur Pflege, benannt nach Herrn Bahr. Und Sie haben diesen Pflegebar als Kabarettnummer der Legislaturperiode bezeichnet. Nur mal, um Ihren Humor zu verstehen. Ja. Hab ich die Pointe nicht kapiert? Oder was gibt es da zu lachen, wenn man die Bürger zu mehr Eigenverantwortung erzieht und nicht immer direkt nach staatlicher Finanzierung ruft? Ich kann mich an das Zitat zwar nicht erinnern, Herr Raab, aber ich will das auch gar nicht dementieren, sondern es ist in der Tat eine Ersatzleistung, ganz erstaunlich. Statt eine umfassende Pflegereform zu machen, auf die ich gerne gleich zwei, drei Worte verlieren möchte, wird angeboten eine private Zusatzversicherung, die die meisten Menschen gar nicht bezahlen können. Die können sich das gar nicht leisten. Und die wird gefördert mit 5 Euro im Monat, mit 60 Euro im Jahr. Donnerwetter, ist das ein Durchbruch gewesen bei den Pflegeproblemen. Wir laufen in einen Pflegenotstand. Wir brauchen in den nächsten Jahren 120.000 mehr Pflegerinnen und Pfleger. Die kriegen wir aber nicht, wenn wir sie nicht besser bezahlen, wenn wir ihre Arbeitsbedingungen nicht erfüllen. Wir müssen einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff begründen, wo die Demenzerkrankung mit reinbekommen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger so lange wie möglich in ihren vertrauten häuslichen Verhältnissen sein können. Wir müssen etwas für die Angehörigen tun. Und wir müssen nicht zuletzt etwas für das Pflegepersonal tun. Es gibt nach wie vor die obskure Situation, absurd, dass einige, die sich ausbilden lassen, übrigens auch als Erzieher und Erzieher, teilweise mitfinanzieren müssen ihre Ausbildung. Was nicht geschehen darf, ist, dass wir die Studiengebühren für die akademisch Auszubildenden abschaffen. Aber in diesen beruflichen Zweigen, die hochwichtig sind, Erziehungsberufe, Pflegeberufe, Krankenpflege, genauso wie Altenpflege, wir einige junge Leute nach wie vor dazu veranlassen, dass die mitbezahlen müssen, ihre Ausbildung. Das sind nur 3 oder 4 Elemente einer umfassenden Pflegereform. Wir warten auf eine solche Pflegereform, nachdem doch diese Bundesregierung mit Frau Merkel im Jahr 2011 das Jahr der Pflege ausgerufen hat. Das ist wieder so eine Schachtel im Schaufenster und dann gucken wir da rein und da ist nichts drin. Also da möchte ich dann doch etwas dazu sagen. Wir haben ein Pflegeneuordnungsgesetz verabschiedet. Das weiß, denke ich, Herr Steinbrück auch, weil wir genauso wie die Sozialdemokraten der Meinung sind, jeder Mensch muss in Würde altern können. Wir haben den Demenzbegriff dort zum ersten Mal aufgenommen. Wir haben 650.000 Menschen, die mehr Leistungen bekommen. Es gibt zwischen Bund und Ländern ein Bündnis für die bessere Ausbildung von Pflegekräften. Die Bundesagentur für Arbeit tut das, auch in Verlängerung der Konjunkturprogramme, die wir mal gemeinsam beschlossen hatten. Das heißt also, dass auf dem Gebiet nichts passiert, ist falsch. Wir wissen allerdings auch, dass die Beiträge zur Pflegeversicherung steigen werden, weil es mehr Menschen gibt, die Pflege brauchen. Und dass wir auch etwas tun müssen für den gegen den Fachkräftemangel, also für mehr Fachkräfte im Pflegebereich. Bund und Länder arbeiten hier bereits eng zusammen. Und wir haben in dieser Legislaturperiode auch noch den Mindestlohn für Pflegekräfte eingeführt, damit hier auch kein Dumping nach unten möglich ist. Ich glaube, das sind einige Schritte und das muss weiterentwickelt werden, das ist völlig klar. Eine Hilfe, die die Bundesregierung beschlossen hat in dieser Legislaturperiode, ist das sogenannte Betreuungsgeld. Sie nennen das auch Herdprämie. Was haben Sie eigentlich für ein Problem damit, dass Frauen Wahlfreiheit bekommen, ob sie ihr Kind in die Kita schicken oder ob sie es zu Hause erziehen? Wo ist die Schwierigkeit? Gar kein Problem. Aber ich bin für eine tatsächliche Wahlfreiheit. Ich bin für die tatsächliche Wahlfreiheit einer alleinerziehenden Frau, die erkennbar ohne Ausbau von Kinderbetreuung gar keine Chancen hat, diese Wahlfreiheit wirklich zur Geltung zu bringen. Und ich mich wundere, dass es eine staatliche Transferleistung geben soll für jemanden, der eine andere staatliche Leistung nicht in Anspruch nehmen soll. Dieses Betreuungsgeld ist arbeitsmarktpolitisch falsch und es ist auch integrationspolitisch falsch. Integrationspolitisch brauchen wir gerade ein Angebot für die Kinder, eher auch aus sozial schwächeren Schichten oder Kinder mit Migrationshintergrund, die Betreuungsangebote bekommen, auch mit Blick auf Sprachkompetenz. Und vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung müssen wir allen Frauen faire Chancen bieten, erwerbstätig zu sein. Wir brauchen dies dringend. Und das können Sie nur,
wenn es eine bessere und eine umfangreiche Kinderbetreuung gibt. Und deshalb werden wir als erstes dieses Betreuungsgeld abschaffen, schon im Rahmen der ersten 100 Tage mit mir als Bundeskanzler, und dieses Geld hineinstecken in den Ausbau der Kinderbetreuung, in die frühkindliche Bildung und auch in das Erziehungspersonal. Frau Merkel, Sie gelten als die mächtigste, erfolgreichste, mächtigste Frau der Welt. Und trotzdem haben Sie sich ausgerechnet bei Verhandlungen von Horst Seehofer über den Tisch ziehen lassen, dieses Betreuungsgeld betreffend. Also da wechselte Betreuungsgeld gegen die Praxisgebührabschaffung. Sie lassen sich von Horst Seehofer über den Tisch ziehen? Also das Betreuungsgeld stammt aus der Zeit, als wir den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz festgelegt haben. Das hatte gar nichts mit den Verhandlungen mit Horst Seehofer zu tun. Und das war nun in der Tat ein Vorschlag unserer Arbeitsministerin Ursula von der Leyen damals, zu sagen, wir brauchen ausreichend Kinderbetreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren. Die haben wir jetzt glücklicherweise wirklich in hohem Maße geschaffen. Das wird weiter geschehen müssen. Über 800.000 neue Plätze. Und in dem Zusammenhang, weil wir überzeugt sind, dass Familien selbst entscheiden sollen, wie sie leben wollen, das ist meine tiefe Überzeugung, haben wir in einem Gesamtpaket gesagt, Rechtsanspruch für jeden, der es möchte und jede, die es möchte, auf einen Kita-Platz. Und diejenigen, die keinerlei staatliche Förderung für die Kinderbetreuung in Anspruch nehmen, bekommen das Betreuungsgeld, unbeschadet der Frage, ob die Mutter und der Vater arbeiten gehen oder nicht arbeiten gehen. Und deshalb, glaube ich, ist uns hier etwas ganz, ganz Wichtiges gelungen. Denn jeder, der Betreuung nachfragen möchte, hat jetzt das Recht darauf. Und ich bin eigentlich sehr froh, wir sollten noch nicht mal alles in den düstersten Farben schildern, dass da ein richtiger Fortschritt erzielt wurde. Ja, wir kommen zum Thema Sicherheit. Und da zieht der NSA-Skandal immer größere Kreise. Da zapft also ein fremdes Land offenbar Millionen Daten deutscher Bürger ab. Und Herr Steinbrück, Sie haben der Kanzlerin Verletzung Ihres Amtseides vorgeworfen. Das können Sie jetzt hier noch mal persönlich machen, sei denn, Sie haben Ihre Meinung da geändert. Nein, Herr Raab. Wir haben es nach wie vor nicht geklärt, das, was die NSA selber zu erkennen gibt, dass sie millionenfach Daten abfischt, inwieweit dies deutsche Bürger betrifft und damit deutsche Grundrechte verletzt werden. Wir haben nach wie vor ungeklärt, ob deutsche Unternehmen abgefischt werden. Es gibt einen englischen Nachrichtendienst, der sich dies geradezu zur Aufgabe gestellt hat. Wir wissen nach wie vor nicht, ob auch deutsche Dienststellen abgefischt werden, ob zum Beispiel europäische Einrichtungen verwanzt werden oder abgehört werden, während wir mit den Amerikanern verhandeln über ein transatlantisches Freihandelsabkommen. All dies ist ungeklärt. Das heißt, nur weil Herr Pofalla mit einer Art Persilschein der NSA herumwedelt und sich auf die Apfelsinenkiste des Marktplatzes stellt und sagt, hiermit ist die NSA-Ausspähaffäre beendet, ist dies keineswegs beendet. Sondern also Sie wir bleiben haben nach wie bei vor Ihrem Vorwurf prüfen, an Frau Merkel. Welcher Schaden ist entstanden und was wird getan, um diesen Schaden abzuwehren? Und ich muss gestehen, ich als Bundeskanzler wäre nicht auf die Idee gekommen, in einer Bundespressekonferenz angesichts dieser Dramatik und dieses Ausmaßes der Persönlichkeitsverletzung zu sagen, ich warte ab. Sondern ich hätte erwartet, dass ein deutscher Regierungschef, eine deutsche Regierungschefin so schnell wie möglich für Aufklärung sorgt und Abhilfe. Aber Sie würden den Vorwurf jetzt nicht wiederholen aus Höflichkeit? Oder? Nee, ich habe den ja gerade erneut erhoben. Da ist Schaden, da entsteht Schaden an der Bundesrepublik Deutschland. Und ich habe also Frau Merkel hat ihren Amtseid verletzt? Ja, sie hat ihren Amtseid wahrzunehmen, ja. Frau Merkel, verletzen Sie Ihren Amtseid, der da lautet, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, weil Sie die Deutschen vor der massenhaften Ausspähung etwa durch die NSA und andere Geheimdienste eben nicht beschützen? Also das waren ja und sind schwerwiegende Vorwürfe und selbstverständlich sind wir denen nachgegangen. Und in der Tat, Herr Steinbrück, ich handle nicht erst und dann denke ich nach, sondern ich mache das umgekehrt und denke erst mal nach, dann entscheide ich und dann handle ich. Und in dem Falle ging es darum, erstens wird auf deutschem Boden deutsches Recht eingehalten. Da hatten wir viele Fragen an die Amerikaner. Und der NSA hat uns hier Auskunft gegeben. Auch und darauf vertrauen Sie? Auch gedeckt durch die zuständigen Mitarbeiter im Weißen Haus. Also darauf muss ich erstmal vertrauen. Ich habe jedenfalls keinen Anlass, dem nicht zu vertrauen. Und wenn neue Vorwürfe aufkommen, werde ich denen natürlich sofort nachgehen. Sie haben immer sehr genau Es ist erst einmal festzuhalten, Frau Wilde. Ich finde das schon wichtig. Wenn es um Amtseide geht, finde ich schon wichtig. Auf deutschem Boden haben wir im Augenblick keinen Anlass zu sehen, dass die NSA flächendeckend Deutsche ausspioniert. Richtig ist, was Herr Steinbrück sagt. Richtig ist das, was Herr Steinbrück sagt, dass außerhalb des deutschen Staatsgebietes wir Länder haben, die für ein völlig anderes Datenschutzrecht haben. Zum Beispiel Großbritannien, zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika, zum Beispiel Irland.
Und deshalb ist die Sache natürlich sozusagen in mehreren Punkten abzuarbeiten. Was passiert auf deutschem Staatsgebiet und was passiert zum Beispiel in Europa? Und da arbeiten wir an einer gemeinsamen Datenschutzverordnung für Europa, bei der wir als Deutsche sofort gesagt haben, wir müssen und werden davon auch, dabei auch von Frankreich unterstützt, wir müssen sicherstellen, dass Internetunternehmen, die in Europa tätig sind und Daten an dritte Staaten weitergeben, uns, den Europäern, dies auch mitteilen. Darauf verhandeln wir und das muss mit Intensität weitergemacht werden. Entscheidende Frage für jeden, der im Internet unterwegs ist. Die können Sie locker mit Ja oder Nein beantworten, wäre ich Ihnen angesichts der Redezeit auch dankbar für. Wenn ich eine Mail schreibe von Köln nach Hürth und die geht über die USA, davon haben Sie gerade nicht gesprochen, dann kann die also mitgelesen werden, ja? Richtig. Also noch einmal, wenn Sie diese Mail schreiben und sie geht über die USA, gelten unterwegs die Datenschutzrechte der Staaten, die dort... Also ja. Das kann sein, wenn das nach dem Datenschutzrecht, ich weiß. Das ist so, das kann man doch auch beantworten. Nein, also ob sie gelesen wird, in welcher Weise sie erfasst wird, jedes Land hat seine eigenen Dinge und deshalb verhandeln wir international und deshalb hat zum Beispiel die Telekom Vorschläge gemacht, wie man transparenter auch sehen kann, dass seine Mails nicht über den Atlantik erstmal gehen. Also hier haben wir noch viel zu arbeiten, ist doch gar keine Frage. Wussten Sie, dass es diesen Datenklau gibt oder sind Sie auch erst durch Edward Snowden darauf hingewiesen worden? Also ich habe viele Dinge in dem Ausmaß nicht gesehen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin sehr froh, dass es ja zum Beispiel in Amerika auch eine inneramerikanische Diskussion gibt, dass es Internetunternehmen gibt, die auch jetzt mal mit der Sprache rausrücken und sagen, wie sie sich bedrängt fühlen. Und diese Diskussion wird uns auch helfen, internationale Abkommen hinzubekommen. Gut. Das heißt, Sie sind Herrn Snowden dankbar, guter Mann. Das habe ich jetzt wiederum nicht gesagt. Ich sage nur, dass wir den internationalen Datenschutz verstärken müssen. Und ob Herr Snowden nicht vielleicht anderen hätte das auch erzählen können, das möchte ich jetzt nicht bewerten. Entschuldigen Sie, da muss ich einhaken dürfen. Sie also, hätten, dann, wenn ich noch mal ganz kurz nachfragen darf, hätten Sie tatsächlich Edward Snowden Asyl angeboten in Deutschland? Nein, er hat ja auch nicht Asyl hier beantragt und er wäre zu behandeln wie jeder andere, wenn er Asyl beantragt hätte. Und dazu hätte er nach Deutschland kommen müssen. Insofern stand das nicht an. Mhm. Er hat sehr viel Zivilcourage bewiesen. Er hat zivilen Ungehorsam bewiesen. Er musste wissen, dass er amerikanische Gesetze verletzt und in Kauf nimmt, dass er darüber auch in den USA verurteilt werden kann. Aber er war sehr behilflich, eine Debatte zu führen, die geführt werden muss. Ich will zurückkommen auf das, was Sie gerade ausgetauscht haben. Wenn ich zwischen Bonn und Berlin von mir aus telefoniere, über Satelliten oder auch E-Mails verschicke, dann suchen die sich nicht den kürzesten Weg, sondern den günstigsten Weg. Und das bedeutet, dass sie teilweise über Satellitenkommunikation, über Transatlantikkabel oder insbesondere auch über Server, über Internetgiganten abgewickelt werden, die in den USA sitzen. Und nach Aussage der amerikanischer Quellen können die amerikanischen Behörden 75% des gesamten Internetverkehrs in den USA abfischen, speichern und auswerten. Und davon sind selbstverständlich Rechte deutscher Staatsbürger betroffen. Was denn sonst? Natürlich. Das und ist ja wird, auch gerade der Grund, darüber, warum wir abkommen wird darüber, wollen. Es wird darüber nicht nur Grundrechte verletzt, deutsche Grundrechte, Postfernmeldegeheimnis, Briefgeheimnis, Artikel 10, sondern das ist auch strafrechtlich relevant in Deutschland. Und das wird bisher von der Bundesregierung, wie ich finde, mit einer Lässigkeit behandelt werden, dass ich von meinen Bewertungen auch nichts zurücknehme. Die Sie gegebenenfalls erschreckt. Und vielleicht diese letzte Frage zu dem Komplex noch, Frau Merkel. Warum schließt man mit der NSA ein No-Spy-Abkommen ab? Also ein Abkommen, wo man sich verpflichtet, nicht mehr zu spionieren, wenn man dann etwas ausschlösse, was man vorgibt, dann ohnehin nicht zu tun. Warum braucht es ein solches Abkommen, wenn Sie eigentlich den amerikanischen Freunden so vertrauen, wie Sie sagen? Also von Lässigkeit kann im Umgang überhaupt gar keine Rede sein, sondern wir verhandeln mit Nachdruck, dass wir erstmal in Europa ein einheitliches Datenschutzrecht bekommen. Da haben wir schon alle Hände voll zu tun. Und dann auch ein internationales Abkommen. Und genau deshalb, weil wir nicht in jedem Einzelfall, wie wir es jetzt zum Beispiel haben, am Beispiel von Bad Aibling, einem Standort des BND, wo dann gesagt wird, wir halten deutsches Recht ein, sondern weil wir es schwarz auf weiß haben wollen. Weil natürlich doch Vertrauen verloren gegangen ist durch die ganzen Vorwürfe. Das sage ich auch, selbstverständlich. Und ich glaube, das sagen nicht nur wir hier, sondern das sagen sogar viele Menschen in Amerika. Mhm. Und die Internetfirmen sind ja geradezu froh, dass sie jetzt mal sozusagen rausrücken können, was für Auflagen sie zum Teil auch haben. Die nächste Frage geht an Per Steinbrück und ist eine. Wir haben eben gerade viel über Amerika gesprochen. Es gibt offenbar viele Kontaktpunkte, nicht nur im Internet, sondern auch auf anderen Knotenpunkten dieser Welt. Ein Thema, das uns in den letzten Tagen intensiv beschäftigt hat, gestern Abend auch noch mal ganz besonders beschäftigt hat, ist die Frage,
das Vorgehen der Amerikaner, aber auch anderer Staaten bezüglich des Giftgasangriffes und möglicher weiterer Giftgasangriffe in Syrien. Die Amerikaner haben entschieden, wir lassen jetzt erstmal den Kongress entscheiden, behalten uns aber durchaus vor, eigenständig, wenn der Kongress sagt, ja, ist in Ordnung, in Syrien militärisch einzugreifen. Würde sich Deutschland unter Ihrer Führung zu einer Beteiligung entschließen, eines Militärschlages gegen Syrien? Nein. Und ich würde es auch höchst bedauern, wenn die Amerikaner, ohne ein entsprechendes völkerrechtliches Mandat zu haben, sich isoliert zu einem Militärschlag entscheiden würden. Weil ich glaube, dass die Lage der Menschen in Syrien nicht verbessert, dass damit die Gewalt ja nicht beendet ist und vor allen Dingen, dass die Völkergemeinschaft auseinandergetrieben wird und der UN-Sicherheitsrat und die ganze UN dabei entwertet wird. Und ich habe deshalb die Hoffnung, dass nächste Woche auf dem G20-Treffen, an dem Frau Merkel teilnimmt, mindestens am Rande sich die wichtigsten Partner zusammensetzen, um zu erörtern, wie dann der Druck auf Syrien erhöht werden kann, jenseits und unter der Schwelle eines militärischen Strafaktes, den ich nicht für richtig halte. Wenn Amerika aber zuschlägt, würden Sie dann als Bundeskanzler beispielsweise deutsche Besatzungsmitglieder aus AWACS-Flugzeugen abziehen, dass deutsche Schiffe beispielsweise, die im Mittelmeer Lauschaktionen durchführen, dass sie das nicht mehr tun dürfen, dass die Patriot-Batterien, die in der Türkei stehen, abgezogen werden, würden Sie das alles tun? Ich würde als Bundeskanzler nur auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Mandates agieren und selbstverständlich nach einer entsprechenden Beschlusslage des Deutschen Bundestages. Das heißt also, Sie würden diese Batterien abziehen? Sie würden keine Besatzungsmitglieder in diese Flugzeuge hineinlassen? Nein, ich würde jedenfalls dafür Sorge tragen, dass deutsche Truppeneinheiten, auch die Patriot-Einheiten an der türkisch-syrischen Grenze in keinster Weise involviert sind. Und in der Tat, dass Bundeswehroffiziere, darum geht es ja, die teilweise zu den Besatzungen von AWACS-Maschinen gehören, nicht in die Verlegenheit, die Bundesrepublik Deutschland bringen, auch nur indirekt an einem solchen Militärschlag, der, ich wiederhole, kein völkerrechtliches Mandat hätte, beteiligt sind. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir auf dem G20-Treffen eine Art Vierergruppe zusammenbringen, die auch in der Lage sind, entschuldigen Sie noch den Satz, die in der Lage sind, auch auf Russland und China noch mal zuzugeben, vor dem Hintergrund eines völkerrechtswidrigen Aktes, wie es ihn so in diesem Jahrhundert noch nicht gegeben hat. Dann ist auch dieser Satz zu Ende. Angela Merkel, wie würden Sie entscheiden? Wie werden Sie sich verhalten? Wird sich Deutschland an einem Militärschlag gegen Syrien beteiligen, ja oder nein? Nein, Deutschland wird sich nicht beteiligen und Deutschland kann sich im Übrigen auch nur beteiligen, wenn es ein NATO-Mandat gibt oder ein UN-Mandat gibt oder ein europäisches Mandat. Wir versuchen alles und da bin ich deshalb auch sehr froh, dass wir dafür Tage Zeit haben, dass wir den UN-Prozess jetzt noch mal in Gang bringen. Selbstverständlich werde ich, so wie ich jetzt schon in dieser Woche mit dem russischen Präsidenten telefoniert habe, am Rande von G20 viele Gespräche führen. Wir haben schon das ganze G8-Treffen im Juli damit verbracht, dass wir uns mit Syrien sehr stark beschäftigt haben. Und es muss ein politischer Prozess in Gang kommen. Deutschland wird sich aber in keinem Fall an der Sache beteiligen. Dennoch brauchen wir eine kollektive Antwort der UNO auf den Missbrauch und die Verletzung des Chemiewaffenabkommens und des Chemieeinsatzes. Und das ist nicht irgendein kleines Vorkommnis, das ist ein wahnsinniges Verbrechen. Das ist eine Konvention von 1925, die hier einfach gebrochen wurde. Und da werde ich auch mit dem russischen Präsidenten und dem chinesischen Präsidenten alles daran setzen, dass wir hier eine gemeinsame Antwort der Vereinten Nationen bekommen. Also dann sind wir für eine Reaktion nur eben nicht dabei und kommen jetzt zu den letzten Fragen. Nein, bei der UNO sind wir immer dabei. Wir sind dafür, und das ist Deutschlands Aufgabe, eine gemeinsame Haltung der Völkergemeinschaft zu finden und alles zu tun, damit die Völkergemeinschaft auf so einen Vorfall nicht gespalten reagiert. Und da wird sich Deutschland als Mittler einbringen. Zum Schluss noch was Persönliches, Herr Steinbrück. Sie sagen ja immer, Sie stehen für eine große Koalition nicht zur Verfügung. Das stürzt mich in ein Dilemma. Nehmen wir an... Das tut mir leid, Herr Raab. Ja, hören Sie mal zu. Nehmen wir an, ich finde Sie gut. Ja? Ja? Ich mag Typen wie Sie und ich wünsche mir eine starke SPD mit einem starken Peer Steinbrück als Vizekanzler und Finanzminister in einer großen Koalition. Was muss ich da wählen? Ja, aber das will ich ja nicht werden. Was muss ich dann wählen? Sie vergessen, Herr Steinbrück, dass das ein Wunsch
eines Großteils der deutschen Bevölkerung ist. Ja. Missachten Sie da den Wählerwillen? Nein, aber das ist ja zunächst mal ein Beleg dafür, wie Sie die augenblickliche Regierung von Frau Merkel einschätzen. Ja, was heißt das? Was sagen Sie mir? Erstmal finde ich das eine tolle Nachricht. Die sagen nämlich, dass die augenblickliche schwarz-gelbe Regierung im Vergleich zur früheren großen Koalition also schlechter ist. Ja, das beflügelt mich. Beantworten Sie doch mal meine Frage. Das finde ich schon mal gut. Aber das ist doch keine Haltung zu sagen, ich will nur gestalten, wenn ich auch King of Kotelett bin. Nein, ich finde das... Herr Raab, ich finde Oliver Kahn ist auch als Nummer 2 zur WM gefahren. Warum? Weil es der Jetzt Sache dient. Das ist interessant. Weil es der Sache dient und das nötigt den Leuten Respekt ab. Na. Überlegen Sie sich das nochmal, dann kriegen Sie mich vielleicht sogar auch noch. Gut, was den Leuten Respekt abgewinnt, ist, wenn jemand Haltung zeigt und eine klare Peilung hat und nicht laviert. Wenn er nicht rumschwafelt, wenn er nicht für das und das zur Verfügung steht, sondern klar sagt, was ich will. Ich will Sekt oder Selter. Entweder ich gewinne das mit einer rot-grünen Bundesregierung. Was soll ich denn jetzt wählen, wenn ich das möchte, was ich Ihnen geschildert habe? Das ist doch klar. Nach dieser Veranstaltung mich herab. Ja, aber Sie gehen ja dann von der Stange. Wieso? Woher wissen Sie das? Das entscheiden doch die Wählerinnen und Wähler, nicht wir hier. Ja, aber sagen wir mal, zu über 50% Wahrscheinlichkeit schon. Woher wissen Sie das? Gehören Sie zu denjenigen, die die Kommentare alle schon fertig geschrieben haben? Und nein, selbstverständlich nicht. Ich mache mir aber mein eigenes Bild und der Eindruck vermittelt sich im Augenblick. Nein. Wenn Sie sich noch mal überlegen, kann es sein, dass es sich noch mal ändert. Nein, ich stehe für das, was ich gesagt habe. Ich bin darin verlässlich. Es gibt von mir einen klaren Text, eine klare Ansage. Die Menschen sollen wissen, Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sollen wissen, woran Sie mit mir sind. Frau Merkel, Ihre schärfste Waffe ist, wenn Sie einem Ihrer Minister Ihr vollstes Vertrauen aussprechen. Zack, ist der garantiert weg vom Fenster. Sie haben jetzt die Möglichkeit, gerne in 3 knackigen Sätzen der FDP noch mal Ihr vollstes Vertrauen auszusprechen. Also ich möchte gerne die christlich-liberale Koalition fortsetzen, das ist richtig. Ich finde auch, Herr Steinbrück kann sagen, was er will. Man muss ja niemanden zu was zwingen. Ich möchte auch keine große Koalition. Niemand strebt sie an. Ich finde nur die Begründung dafür, dass die SPD keine große Koalition will, komisch, weil dann immer gesagt wird, das war schlecht für meine Partei. Es geht immer als erstes um das Land, dann um die Partei und dann um die Person. Und das finde ich beschwerlich, dass Herr Steinbrück offensichtlich sagt, mir ist eine Koalition dann richtig und wichtig, wenn sie meiner Partei dient. Und ich sage ganz einfach, eine Koalition muss dem Land dienen. Und das hat die christlich-liberale Koalition besser als die große Koalition, obwohl die zu gegebener Zeit damals in der Wirtschaftskrise auch gut gearbeitet hat. Ehrlich gesagt, Frau Merkel, wenn die FDP-Menschen Ihnen jetzt zugehört haben, ich bin ganz sicher, Sie sollten vollstes Vertrauen aussprechen, wissen die jetzt, dass Sie die Sachen packen können, oder? Ich habe gesagt, ich möchte diese Koalition fortsetzen. Und da es sich unter Journalisten eingebürgert hat, dass man sozusagen die höchste Steigerungsstufe wählen muss, damit man sie auch überzeugt, sage ich, allervollstes Vertrauen, dass ich diese Koalition mit der FDP fortsetzen möchte, weil ich glaube, dass sie auch die einzige ist, die zu stabilen Verhältnissen in Deutschland führen wird. Aber vieles von dem, was Sie sich vorgenommen haben mit den Liberalen in den vergangenen 4 Jahren, haben Sie nicht durchgekriegt. Gucken wir uns an, Dinge wie die Rentenreform, Dinge wie eine Mietpreisbremse, Frauenquote, all das ist liegen geblieben. Warum glauben Sie, dass Sie in den nächsten 4 Jahren mit dieser, wie hat Alexander Dobrindt sie genannt, Gurkentruppe besser regieren als in den vergangenen? Wir haben nicht besonders erquicklich angefangen und sind jetzt zusammengewachsen. Wir haben in der Sache einfach viele Erfolge gehabt. Deshalb habe ich gesagt, die erfolgreichste Regierung. Für mich sind Arbeitsplätze sehr wichtig. Für mich ist Konsolidierung des Haushaltes wichtig. Wir haben mehr für Forschung und Bildung ausgegeben. 13 Milliarden alleine in dieser Legislaturperiode. Das alles sind Dinge, die Deutschlands Zukunft gestalten. Und das ist das, was zählt. Im Übrigen haben wir auch im Mietbereich bereits etwas beschlossen, nämlich die Kappung der Mietanstiege für diejenigen, die in einer Wohnung wohnen. Also ich bin ganz optimistisch, dass wir die zentralen Probleme Deutschlands gemeinsam weiter lösen können. Okay, wir müssen und wollen darauf achten, dass Peer Steinbrück unbedingt auch noch mal sagt, warum er nicht eigentlich Kanzler einer rot-rot-grünen Regierung werden möchte. Sie könnten es so einfach haben, Herr Steinbrück. Sie empfinden offensichtlich auch die Linken als die viel größere Gurkentruppe im Vergleich zur FDP und Frau Merkel. Warum schauen Sie lieber Angela Merkel noch weitere 4 Jahre beim Regieren zu, als zu sagen, ja, da ist eine strukturelle Mehrheit, wir gründen eine rot-rot-grüne Regierung unter meiner Führung? Sie sind offenbar Wahrsagerin, Frau Illner, und wissen das alle schon, wie es ausgeht. Offene Frage. Ich halte die Linkspartei nicht für koalitionsfähig. Das kann sich eines Tages ändern, aber sie erscheint mir wie 3 Parteien in einer. Eine ostdeutsche Linkspartei, die auch bereit ist, auf kommunaler Ebene und auf der Landesebene Verantwortung zu übernehmen. Übrigens auch für teilweise unangenehme Entscheidungen.
Zweitens eine kommunistische Plattform und drittens eine Sektierergruppe aus Westdeutschland, für die offenbar die SPD der Gott sei bei uns ist und die ich teilweise früher in Studentenzeiten schon als Sektierer kennengelernt habe in den unterschiedlichsten Splitterparteien von KPDML bis zu anderen Organisationen. Mit denen will ich Deutschland nicht verlässlich regieren, im Außenverhältnis wie auch nach innen. Das ist teilweise ein Wunschdenken in der Finanz- und Wirtschaftspolitik und würde die deutsche Reputation als verlässlicher Außen- und bündnispolitischer Partner in Europa und darüber hinaus schwächen. Gut, gehen wir mal davon aus, dass den Umfragen entsprechend es nicht besonders gut aussieht für die SPD. Das heißt, die Schlussfolgerung wäre dann, wir landen in irgendeiner Koalition, in der Sie definitiv nicht mehr dabei sind, sondern Sigmar Gabriel? Nein, die Schlussfolgerung lautet, jetzt noch die verbleibenden fast 20 Tage zu kämpfen und Wahlkampf zu machen. Und das macht die SPD sehr gut. Wir haben inzwischen fast 2 Millionen Hausbesuche gemacht. Die Veranstaltungen, die ich mitbesuchen darf, die zeigen eine erhebliche Neugier der Menschen. Die wollen ihre politischen Themen, ihre Fragen beantwortet wissen. Und ich versuche, so präzise wie möglich zu sein. Das sind sehr dialogisch gehaltene Veranstaltungen, nicht mehr vom hohen Pult her. Und wir machen diesen Wahlkampf weiter. Und dann gucken wir bitte erst auf die zweite und dritte Hochrechnung und haben nicht vorher schon den Eindruck, alles ist entschieden. Und ich für meinen Teil... Bitte? Das heißt auch, dass Sie nicht 3 oder 4 Tage nach der Wahl bei dem kleinen SPD-Parteitag sich quasi eine, wie auch immer, geartete Mehrheit holen von der Partei für eine rot-rot-grüne Koalition, aber dann halt ohne Sie? Herr Klöppel, ich bin auf diesen 22. September fixiert und ich bin ins Gelingen orientiert. Und so machen Sie Wahlkampf und so mache ich Wahlkampf. Mit 200% von dem, was ich bringen kann. Warum nehmen Sie sich nicht einfach ein Herz und wo Frau Merkel schon so um eine große Koalition bettelt und sagen, okay. Ich glaube, Sie haben Frau Merkel ziemlich missverstanden. Sie möchte gerne die Liebesheirat mit der FDP fortsetzen. Ja, das habe ich verstanden, aber sie schließt an der auch Außenlinie nicht laufen die Scheidungsanwälte in den 4 Jahren auf. Ja, aber sie schließt auch nicht eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit aber Ihnen dann aus. Offensichtlich muss ist Merkel da doch noch ein bisschen was geblieben. Werden. Also, so, ich glaube, man muss, den Zuschauern nur noch mal sagen, dass Herr Steinbrück über die Frage, ob es Rot-Rot-Grün gibt, gar nicht mehr entscheiden wird. Das werden dann andere in seiner Partei tun. Das haben Sie vor 4 Jahren schon mal gesagt. Immer diese Bedrohung. Das haben Sie vor 4 Jahren genauso gesagt. Herr Steinbrück, denken Sie noch mal über meinen Vorschlag nach. Könnte eine gute Idee sein. Wir kommen nun zu den Schlussstatements. Und bitte denken Sie daran, Sie haben beide 1:30 Zeit, wenn es geht, bitte nicht überziehen. Es beginnt Herr Steinbrück, bitte schön. Jetzt, liebe Wählerinnen und Wähler, haben Sie es in der Hand. Sie allein entscheiden über die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Nicht irgendjemand anderer. Sie allein. Nicht Umfragen und nicht Kommentatoren. Ich bin vor 44 Jahren in die SPD eingetreten, weil ich etwas mit zum Aufbruch beitragen wollte. Für ein Land, das weltoffener, toleranter, chancengerechter ist und das nach innen und außen friedfertig ist. Das war mein Grund, in die SPD einzutreten. Und ich glaube, dass wir heute wieder einen solchen Aufbruch brauchen. Denn wir haben 4 Jahre weitgehenden Stillstand erlebt. Vieles ist liegen geblieben. Vieles ist ausgesessen worden. Und wir leben von der Substanz. Und das möchte ich gerne ändern. Dazu bedarf es einer Regierung, die geführt wird. Eine Regierung, die nicht im Kreisverkehr nur verhaftet ist, ohne Richtung und ohne Richtlinien, sondern die handelt. Deshalb möchte ich mit Ihnen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland dafür Sorge tragen, dass wir zum Besseren uns entwickeln. Ich möchte gerne mit Ihnen dafür Sorge tragen, dass das sozial Gerechte übereinstimmt mit dem ökonomisch Vernünftigen. Das kann uns gelingen. Auf dem Arbeitsmarkt, bei den Renten, bei den Investitionen für Infrastruktur, bei der Kinderbetreuung und auch in und mit Europa. Ich habe mit vielen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen in den vergangenen Monaten über meine Reisen nach Ost, West, Nord, Süd, die mir gesagt haben, sie wollen eine größere Gemeinwohlorientierung. Die gesagt haben, da ist einiges aus dem Ruder gelaufen. Sie haben eine Sehnsucht nach den eigentlichen Werten der sozialen Marktwirtschaft. Maß und Mitte, Balance. Dass die Steuerzahler nicht die Dummen sind. Dass die Steuerzahler nicht haften für die Finanzzockerei von Banken und ihrer Risikoignoranz. Dafür stehe ich. Sie haben die Chance, am 22.09. mit Ihrem Votum für mich und die SPD dafür Sorge zu tragen, dass wir Tatkraft zeigen für einen neuen Kurs, in dem in Deutschland nicht nur besser, sondern auch anders regiert wird. Mein Plan von Deutschland ist gerechter, weil stärker. Meine Vorstellung von Deutschland ist, wir wollen gerechter sein und gleichzeitig auch diese Gesellschaft zusammenhalten. Wir wollen mehr, wir weniger als ich. Das ist mein Plan von Deutschland und dafür werbe ich um Ihre Unterstützung am 22.09. Herr Steinbrück, das war Ihr Schlussstatement. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben auch die Chance, jetzt in 90 Sekunden noch einmal das zu sagen, was Sie sagen wollten. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir haben die Argumente heute Abend
ausgetauscht und jetzt sind Sie dran und können wählen. Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Und wir hatten 4 gute Jahre für Deutschland und ich möchte, dass auch die nächsten Jahre gute Jahre werden. Wir können das nur gemeinsam schaffen, erfolgreich zu sein. Ich möchte, dass wir eine starke Wirtschaft haben. Ich möchte, dass wir gute Arbeit haben. Ich möchte, dass wir mehr Bildung haben. Und ich möchte neue Ideen. Gewiss möchte ich nicht höhere Steuern und neue Belastungen. Ich möchte ein Deutschland, das als größte Volkswirtschaft Europas sich dafür einsetzt, Mittler und Partner zu sein. Gerade jetzt in Zeiten der Krise. Ich möchte ein Deutschland, das sich so darstellt, dass es die Stärkeren den Schwächeren helfen. Dass diejenigen, die etwas leisten, auch wirklich belohnt werden. Und dass wir unseren Kindern die besten Chancen bieten. Wenn Sie möchten, dass ich auch weiter als Ihre Bundeskanzlerin arbeiten kann, dann bitte ich Sie um Ihre Unterstützung und Ihre beiden Stimmen für die CDU. Wir können das alles nur gemeinsam schaffen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Danke, Frau Merkel. Danke, Herr Steinbrück. Schönen Abend wollte ich auch noch wünschen. Wollte sagen, dass eine letzte Frage noch übrig geblieben ist und die geht an Sie. Wen von beiden fanden Sie jetzt heute Abend überzeugender und wer hat Sie möglicherweise gerade so sehr überzeugt, dass Sie es im Grunde genommen gar nicht mehr abwarten können, dass der 22. September ist und Sie wählen können? Es sind nur noch 3 Wochen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, hallo ProSieben, hallo Deutschland. Natürlich auch ein großes Hallo an die Zuschauer der ARD, des ZDF und von RTL, die jetzt alle hier herübergeschaltet haben. Herzlich willkommen! Dankeschön! Gleich beginnt es also, Kanzlerduell, die Analyse. Quasi, ja, absolute Mehrheit Spezial haben wir heute hier. Und am 22. September geht es ja darum, ob Angela Merkel oder Peer Steinbrück unser Land regieren wird. Heute geht es schon darum, wer von den beiden 300.000 Euro mit nach Hause nehmen darf. Und das entscheiden nicht wir, nein, das entscheiden Sie zu Hause. Sie haben jetzt die Möglichkeit anzurufen, wer hat Ihrer Meinung nach das Kanzlerduell gewonnen oder wer hat überzeugt, wer war nicht so gut, rufen Sie uns einfach an. Hier ist die Telefonnummer 01379 90 30 90 und die 1, wenn Sie glauben, dass Angela Merkel Sie überzeugt hat. Oder rufen Sie an für Peer Steinbrück, dann wählen Sie die 01379 90 30 90 2. Ich wiederhole es nochmal, damit es auch fair zugeht. Also für Angela Merkel 01379 90 30 90 1 und für Peer Steinbrück 01379 90 30 90 und die 2. Und heute wird ja unbedingt einer die 300.000 Euro mit nach Hause nehmen, denn bei der absoluten Mehrheit gewinnt ja nur derjenige, der die absolute Mehrheit hat. Und bei 2 Kandidaten kann es nur einen geben. Wenn es jetzt 50-50 steht, nehme ich vielleicht die 300.000 mit nach Hause und dann hat sich der Abend für mich auch gelohnt. Also rufen Sie an und Sie können natürlich auch was gewinnen. Ein Anrufer gewinnt 5.000 Euro. Also Ihre Stimme zählt und Sie können noch was gewinnen. Jetzt fragen Sie sich natürlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der kleine Dicke mit der Brille, der wird doch jetzt nicht durch die Sendung führen. Nein, ich bin nur eine Art Übergangsregierung, denn Stefan Raab wird natürlich absolute Mehrheit spezial hier moderieren. Er müsste eigentlich jeden Augenblick durch diese Tür kommen, hoffe ich, dass er das findet. Er muss sich natürlich erstmal noch von Peer und Angela verabschieden. Er muss Tschüss sagen. Normalerweise machen die immer noch ein bisschen Fondue. Heute hat er dafür keine Zeit. Dann kriegt er noch das Mikrofile abgenommen von dem anderen Studio. Dann gibt noch mal die Maske rüber. Es gibt noch ein anderes Mikro für dieses Studio hier. Und dann wird er die 50 Meter, wenn er nicht noch pinkeln muss, oder vom BKA aufgehalten wird, man weiß es nicht, jetzt hätten Sie die Chance, die 50 Meter hier rüberlaufen und dann total verschwitzt und außer Atem hier ankommen. Denn wer Schlag den Raab kennt, der weiß, Ausdauer und Schnelligkeit ist nicht Stefans Sache. Deswegen werden wir mal gucken, wie er hier ankommt. Das wird sehr, sehr schnell gehen. Natürlich haben wir auch Gäste heute Abend hier bei Absolute Mehrheit Spezial. 5 Gäste diskutieren über das Kanzlerduell und die... Ach, guck mal! Ah, das war aber schnell! Ja, ich habe mich beeilt. Ja, Wahnsinn! Ich war im Windschatten der Kanzlerin. Ah! Ja, sie ging vor mir lang und ich hab den Sog genutzt.
Findest du? Ja, ich habe auch soweit alles gesagt. Ich soll dir eine Karte geben. Ja, guten Abend. Ja, dann kannst du ja auch die Gäste ansagen. Dann habe ich jetzt erstmal Feierabend, beziehungsweise ich gucke mir das natürlich an. Das war dein Arbeitstag? Das war jetzt mein Arbeitstag. Und du siehst, ich schwitze trotzdem, obwohl das nur zwei Minuten waren. Ja, Applaus für Held, meine Damen und Herren. Ja, danke schön. So, schönen guten Abend erstmal. Und schönen guten Abend den Gästen hier. Ja, ein... Ja, was für ein Eindruck ist entstanden? Wenn man selber da drin steht, ist es etwas klinisch. Ja, es ist auch ein bisschen steril, das Ganze. Und es ist also kein Publikum da. War da jetzt nicht drin, aber also für so eine Veranstaltung, so für so eine Veranstaltung war das sehr souverän, also von beiden, also von allen Seiten eigentlich sehr, schon auch teilweise doch unterhaltsam teilweise sogar. Und man merkt schon, wenn man in der Situation dort ist, dass man natürlich der Kanzlerin nicht so viel Gegenwind gibt, aus Höflichkeit einfach. Ja, das ist bei der Mautfrage zum Beispiel habe ich natürlich gemerkt, dass sie direkt ein völlig anderes Thema angeschnitten hat. Ich habe zweimal versucht reinzukommen, aber... Aber weißt du, was du damit angerichtet hast? Ja, dass Herr Steinbrück das Feuerwerk... Also ich meine, jetzt kann es kein Schwarzgeld geben. Die CSU hat gesagt, sie unterschreibt den Koalitionsvertrag nur, wenn es die Maut gibt. Und Frau Merkel hat gesagt, Maut machen wir nicht. Also so, Schwarz-Gelb hast du jetzt. Schuld. Ja. Ja, alle, die jetzt bald Steuererhöhung kriegen, können sich dann bei der CSU entschuldigen. Aber Herrn Steinbrück hat das Thema ja offensichtlich auch interessiert. Wie ist denn der Eindruck? Fangen wir mal mit Herrn Friedmann an. Sie haben diese Sendung jetzt hier von außen verfolgt. Was ist Ihr Eindruck nach dem Abend? Gibt es einen Gewinner? Gibt es eine Überraschung? Also es gab keine Überraschung. Erwartungsgemäß hat Herr Steinbrück am Anfang versucht, Gas zu geben, ein bisschen mehr anzugreifen, direkt in die Kamera zu schauen. Das war deutlich, das verpuffte mit der Zeit. Angela Merkel war am Anfang, was oft bei ihr passiert, etwas müde und wurde dann wieder etwas munterer, wacher, offensiver. Inhaltlich gab es zwei große Momente, einmal über die Maut, aber Per Steinbrück mit seinen Beamten, da hat er sich ein Eigentor geschossen. Das hat die Frau Merkel sofort auch aufgegriffen und gesagt, hey Polizisten, passt auf, man nimmt euch eure Rente weg, eure Beamtenpensionen werden ganz anders behandelt. Insgesamt würde ich mich festlegen und sagen, 51-49 für Angela Merkel. Und da hier bereits das AM steht, scheint ja auch Stefan Raab entschieden zu haben, dass sie die Stärkere heute gewesen ist. Ich habe mich erstmal gar nicht entschieden. Hat Elton eigentlich die Runde schon vorgestellt? Nein, die Runde ist noch nicht vorgestellt worden. Dann mache ich das nochmal. Ingo Appelt, ja. Per Steinbrück, Supporter. Ja. Dann haben wir als Hauptstadtkorrespondent von der Welt Robin Alexander, Rebecca Mier, die die ProSieben-Wahlkampagne mitbegleitet, Erstwählerin ist. Ja. Dann haben wir Bascha Mika, ehemalige Taz-Chefredakteurin und Journalistin, und natürlich Michelle Friedmann, Anwalt und TV-Moderator. So, jetzt haben wir alle vorgestellt. Aber ich finde, dass, Herr Friedmann, das geht natürlich gar nicht. Also, ich meine, was hat Angela Merkel gemacht? Sie hat sich hingestellt und hat gesagt, liebe Kinder, es ist alles schön, es ist alles gut. In diesem Land geht es uns ganz, ganz wunderbar. Und deswegen legt euch schlafen und ich singe euch das Schlafliedchen dazu. Hat sie auch fast geschafft. Und das hat sie auch fast geschafft, genau. Also, wie oft Angela Merkel gesagt hat, wir haben es doch alles ganz, ganz großartig gemacht. Und selbstverständlich macht man das nach einer Legislatur. Aber ich finde, an der Stelle hat sie es einfach ein bisschen übertrieben. Und an den Stellen, wo es echt hart zur Sache ging, never ever kam da irgendetwas. Also da kam einfach das habe ich ganz anders gesehen. Weil ich finde, die haben einen anderen Angang gewählt. Der Steinbrück hat immer auf Probleme hingewiesen. Ne? Also hier, die Leute müssen alle aufstocken und da bei der Pflege und so. Stimmt auch alles. Die Merkel hat nie gesagt, es ist gar kein Problem. Die Merkel hat immer gesagt, ja, aber ich habe die Lösung. Also der eine hat immer Probleme aufgeworfen und die andere hat Lösungen angeboten. Jetzt kann man ja der Meinung sein, so, aber gesagt, deshalb da waren ist sie sich doch gar kein Problem. Nein. Wir sollen doch nicht alles schlecht reden. Hat das sie hat gesagt, sie, es gibt kein Problem beim Mindestlohn? Da hat sie es gesagt. Aber sie hat sie gesagt, bei der Pflege muss man nichts machen? Sie hat mindestens dreimal gesagt, Herr Steinbrück, reden Sie doch dieses Land nicht so runter. Reden Sie es doch nicht so schlecht. Seien Sie doch nicht so böse. Hat sie gesagt, Herr Steinbrück, seien Sie nicht so böse? Nein. So haben wir es nicht verstanden. Aber
Das war jetzt eine Interpretation. Also, jetzt auch, wenn ich, also ich muss erstmal Steinbrück erstmal gratulieren. Also wirklich toll gemacht. Und unter diesen Voraussetzungen. Ja, na, ist doch klar. Also ich bin ja froh, dass es überhaupt einer macht. Das ist doch ganz klar. Als Sozi. Ich meine, es ist doch ganz schwer, gegen Merkel anzutreten an so einem Ding. Das ist doch sowieso total schwer. Also das merkst, ja, weil es schwer ist, sie anzugreifen. Also sie ist ja wie so eine Qualle. Sie ist nicht angreifbar. Wir gehen ja, ja, wir gehen ja alle. Ich meine das jetzt ernst. Das ist schon, das merkt man schon. Das ist wirklich, das ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass so viele Politiker in so kurzer Zeit raufgehen. Jeder, der mit Merkel was macht, deswegen will der Steinbrück das auch nicht. Weil er genau weiß, wenn ich mit der Merkel in die große Koalition gehe und sie ist Bundeskanzlerin, dann gehst du kaputt. Die SPD ist bei der letzten, da sind die mit 22% rausgegangen. Aber verschenkt er da nicht? Ja, momentan macht ja Sigmar Gabriel Herrn Steinbrück mehr Probleme als Angela Merkel. Aber verschenkt, ich meine nicht, aber ich sage kein Mädchen. Per Steinbrück nicht vielleicht sogar sehr viele Stimmen, wenn er sagt, ich bin für eine große Koalition nicht zu haben. Weil ein Großteil der Bevölkerung wünscht sich gerade eine große Koalition. Und vielleicht würden dann auch viele sagen, ja, wenn ich weiß, was mit meiner Stimme nach der Wahl passiert, dann gebe ich sie vielleicht Per Steinbrück. Wenn aber Per Steinbrück es nicht in die Regierungsverantwortung als Bundeskanzler schafft, ist meine Stimme ja im Prinzip verbrannt, verloren und nicht wiederbringbar. Und dann sitzt auf einmal hier Sigi Pop da, Sigmar Gabriel, und macht eine Koalition mit den Linken und den Grünen. Und das will vielleicht der ein oder andere Wähler nicht. Deswegen finde ich das sehr unklug, kategorisch auszuschließen und zu sagen, ich stehe für eine Koalition nicht zur Verfügung. Zumindest vor der Wahl, das hat er ja nachher immer noch sagen können. Und Steinbrück ist auch gar nicht schlecht aus der Großen Koalition rausgegangen. Der hatte ein hohes Ansehen, der war Kult, der konnte 25.000 Euro pro Abend kassieren. Aber die SPD also hat dabei so verloren. Das Problem ist, dass also der SPD nicht vorschreiben kann, wem sie da koalieren. Das kann ich von dem nicht verlangen. Und er will das nicht. Und er will das nicht. Und ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Aber es sind vier Jahre so viele. Und die SPD ist immer noch in einer katastrophalen, jedenfalls was die Umfragen angeht, Zahl. Sie ist immer noch um die 20% plus X. Das bedeutet, bei allem Respekt, den anscheinend alle vor Merkels Vernichtungsfähigkeit bei anderen Parteien hat, die letzten vier Jahre kann es nicht Merkel gewesen sein, dass die SPD nicht Aufwärtswind hat. Das ist dann doch die Verantwortung der Beteiligten. Und da hat Stefan Raab recht. Jeder weiß, dass Steinbrück ein fantastischer Minister wäre. Ja, warum denn kategorisch Nein sagen? Was ist denn der Hintergrund? Bin ich beleidigt, wenn ich nicht gewählt werde und Kanzler werde? Nein. Das klingt genau. Eine persönliche Beleidigung. Ich muss kurz, Ingo, ich muss kurz noch unterbrechen. Wir erklären hier alle unsere Eindrücke und unsere Meinung. Wir wollen aber mal wissen, wie das bei den Zuschauern ist. Deswegen haben wir ja die Möglichkeit, haben Sie die Möglichkeit, zu Hause anzurufen. Und für denjenigen, von dem Sie glauben, dass er das Kanzlerduell gewonnen hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass Angela Merkel das Kanzlerduell gewonnen hat, dann wählen Sie bitte die 01379030090 und die 1. Wenn Sie der Meinung sind, Per Steinbrück hat das Kanzlerduell gewonnen, dann wählen Sie bitte die 01379030090 und die 2. Es geht um 300.000 Euro. Damit kann man im Wahlkampf noch mal ein richtiges Feuerwerk abfackeln. Zum Beispiel Per Steinbrück, oder Riesenplakate mit Ich mach doch in der Großen Koalition mit. Moment. Noch mal ganz klar zu sagen, der macht große Koalition dann, wenn die Merkel zurücktritt. Weil er weiß, das ist die große. Also mit Ursula von der Leyen wäre es vielleicht wieder was anderes. Oder mit Thomas de Maizière. Das wäre nicht so das Problem. Aber die CDU hat ja selber keine Kronprinzen. Die CDU hat ja auch niemanden. Die sind ja auch alle kaputt. Die neben Merkel besteht keiner. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen, wir haben einen kleinen Ausschnitt. Also vor allen Dingen, der Frust ist ja auch, das merken wir ja alle auch. Die Journalisten sind ja frustriert, weil sie Merkel nicht angreifen können, weil sich das nicht schickt. Deswegen schießen sie die anderen ja umso stärker weg. Wulff, ich meine, ist doch so. Das hat, man kann über Wulff sagen, was man will. Aber wie der abgeschossen worden ist, das geht auf keine Kuhhaut. Dann der Guttenberg. Wir haben Wulff abgeschossen, weil wir an Merkel nicht rankommen? Ja, natürlich. Guttenberg auch? Wer ist das? Stell dir vor, das hat ja Anne Will in einer Frage kurz erwähnt. Das ist ja über die große Koalition. Wir haben einen kleinen Ausschnitt, den schauen wir uns mal gerade an. Also Frau Merkel wird nicht nur hier von einigen gelobt, sondern auch von sich selbst. Und was wir jetzt geschafft haben in diesen letzten vier Jahren, das ist ja wirklich relativ sensationell. Wir kamen aus der schwersten Wirtschaftskrise, die Deutschland erlebt hat. Wir hatten 2000... Relativ sensationell. Ich hätte noch einen Merkel-Klops im Angebot, den hat, glaube ich, keiner bemerkt. Nämlich? Da gab es die Frage, wenn ich eine E-Mail von Köln nach Leverkusen schicke... Nach Hürth. Ja, oder so, genau so dann wird die in Amerika gelesen. Dann hat Frau Merkel gesagt, ach, weiß ich nicht. Und das geht eigentlich gar nicht. Das weiß weil sie nicht. Erstens weiß sie es und zweitens, natürlich wird die gelesen. Das ist der Kern des Politikers und das hätte sie sagen müssen. Also das ist, finde ich, ein richtiger Klops, den sie da drin hatte. Aber Per Steinbrück hatte auch einen, den ich fast dramatischer finde.
als es aus Syrien kam, hat der Steinbrück nicht vom Giftgas gesprochen. Er hat gesagt, wir müssen zu einer Vereinten Nation und gut, dass der Obama nicht schnell macht. Kann man alles sagen, alles richtig. Aber nicht zu sagen, dass der Kern ist, dass da Leute umgebracht werden von dem Diktator. Und das hätte, das finde ich, das ist aber kein Kanzlerformat. Entschuldigung, das weiß doch wohl inzwischen jeder. Nee, das also jeder, entweder... In Deutschland ist Krieg immer erst, wenn die Amerikaner schießen. Und das stimmt eben gerade nicht. Und dass Steinbrück, der das persönlich doch, anders sieht, das so sagt, das muss man ihm vorhalten. Das ist doch völliger Unsinn, mit Verlaub. Denn jeder, der auch nur das Stichwort Syrien hört, und das zeigen ja auch alle Umfragen, weil die Deutschen nämlich sagen zu 68%, wir wollen keinen Krieg. Also wissen Sie, warum ein Krieg angedacht ist, was mit Syrien los ist und dass es einen Giftgasangriff gibt. Ich finde das viel größere Problem, dass Steinbrück immer wieder jede Menge Informationen reingepackt hat, und zwar teilweise so viele und dabei so schnell geredet hat, dass es so schwer war, für viele zu folgen. Konnten Sie immer folgen? Nicht immer, aber häufig. Es wurden ja auch sehr viele Fragen gestellt. Er hat ja nur kurze Zeit zu antworten. Das ist natürlich bei beiden so. Es ist natürlich einfach viel zu viele Fragen, viel zu kurze Zeit dafür. Man möchte viel reinpacken. Da ist die Frage, wie regelt man das am besten? Aber das haben wiederum beide. Also das ist ja immer wieder von den Moderatoren zu Recht ausgeglichen worden. Mhm. Und die Anzahl der Fragen, darüber kann man natürlich streiten. Aber es bleibt dabei, weil wir das eben so ein bisschen belächelt haben, dass Angela Merkel sich lobt. Naja, ich meine, wenn sie nicht an sich selbst während eines Wahlkampfs glaubt und sich nicht lobt, so viel Heuchelei will ich nun wieder auch nicht haben. Ja. Und ich würde mir auch wünschen, dass Herr Steinbrück sich lobt. Das ist nicht mein Problem. Ich würde Steinbrück was ganz anderes vorwerfen. Er hatte mehrfach die Möglichkeit, richtig Angela Merkel anzugucken und sagen, so nicht. Naja. Und das hat er nicht getan. Getan. Er hat sich immer wieder traut sich nicht, natürlich Frau Merkel anzugehen. Naja, er hat zumindest auf meine Aufforderung, den Vorwurf der Verletzung des Amtseides noch mal zu wiederholen, hat er sich, sagen wir mal, doch sehr aus der Situation herausgeschlängelt. Also, das ist Merkel-esk. Ja. Weil ihm gesagt wurde, das wirkt unsympathisch, du kannst hier... Das, haben wir das ist ja die Erfahrung, die Gerhard Schröder dann bei der Elefantenrunde damals machen musste. Ja. Da hat er es ja völlig durchgedreht. Da ging es nicht um die Form, da ging es um den Inhalt. Du kannst nicht als Verlierer bei so einer Runde die Gewinnerin anmachen und ihr sagen, ich werde dir schon zeigen, wo es langläuft, währenddessen bei ihm schon längst die Oppositionszeit begonnen hat. Also bitte, bei den Fakten... Er hat über Überhangmandate geglaubt, der hat da gesessen, der hat gedacht, er hat gewonnen. Ja. Die waren ja alle so überspannt, also das war schon eine lustige Runde. Wir haben ein kurzes Zwischenergebnis, das wollen wir uns vielleicht gerade mal anschauen. Unsere Zuschauer zu Hause sehen das Kanzlerduell wie folgt. Es steht 42,8 zu 47,2. So. Und damit es ein bisschen spannend bleibt, sagen wir nicht für wen. Na klar. Ja. Aber es ist offensichtlich eine gute Nachricht, egal auf welcher Position. Für Steinbrück eine gute Nachricht, ja, egal wie rum es ausgegangen ist. Haben wir hier im Publikum einen Trend? Wer glaubt, wer ist der Meinung, Per Steinbrück hat das Duell gewonnen? Kurz die Hand heben. Hand heben reicht. Ja, okay. Wer glaubt, Angela Merkel hat das?